Ihr wollt Kaizo Mario? Ihr kriegt's! Ja! Jetzt, wo die Aggression abgebaut ist, können wir frisch, fromm, fröhlich, frei, entspannt uns in den Kaizo Mario reinschützen. Herzlich willkommen bei Speedrandale. Natürlich nicht nur die alteingesessenen Leute, wobei man sagen könnte, Denzen96, du bist auch schon ein paar Mal hier gewesen. Ein Stammteilnehmer, ja, kann man schon sagen. Das vierte Mal ist es jetzt. Das vierte Mal, ja, insgesamt. Wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn du vorbeikommst, vor allem, weil ich glaube, du holst unser Unvermögen mit auf, ja, mit deinem Skill, den du in die Spiele investierst. Das letzte Mal hattest du uns Baby Kaizo World, glaube ich, genau, gezeigt. Genau, so ist es, ja, ja. Was ja schon mal, ich glaube, und da hast du gesagt, zum Glück ist es kein Grand Poo World. Genau, das war damals so in der Übungsphase, erstmal zum Reinkommen, da war es noch sehr viel einfacher, muss man sagen. Ein tolles Spiel, Baby Kaizo World, aber mit dem, was man heute sieht, definitiv nicht so wirklich zu vergleichen. Es wird eine Schippe schwerer. Ja, ich bin natürlich sehr gespannt darauf und ich glaube, ja, das ist sowieso das bei solchen... Das wird wieder richtig hardcore. Den Kaizo, den bin ich sehr gespannt. Du hast zum Beispiel auch jetzt einen verkabelten Controller mitgebracht. Ja, das, ja? Man lernt natürlich aus seinen Fehlern. beim letzten Mal ist ja dummerweise der Akku dann, ja, plötzlich leer gewesen. Sieht recht, das kann nicht passieren. Aus, ne? Ist das ein brandneues? Nein, leider nicht. Es ist gebraucht, aber in einem super Zustand. Das ist ein original SNES-Controller. Sieht wirklich wie frisch aus. Das wird auf jeden Fall da schon mal. Ja, und daran wird's nicht scheitern. Man hat auch noch mal kurz eingeblendet gesehen, deinen Twitch-Kanal hat mir natürlich noch mal gezeigt. Ja. Du bist auch gerade sowieso relativ aktiv, weiterhin, weil Mario Maker 2 absolut, ja, unterwegs ist. Und was sind deine Gedanken dazu? Großartiges Spiel. Ich glaube, genau das, was sich viele gewünscht haben. Natürlich viel, viel mehr Items, viele neue Sachen. Ich glaube, das bietet viel Platz für DLCs. Ich hoffe, dass da auch noch was kommt. Meiner Meinung nach nicht alles nur sehr gut gemacht. Viele Veränderungen, die, ich sag mal, alteingesessene Mario-Spieler nicht wirklich verstehen können. So Klassiker wie, ich kann im Spin-Jump keine Items mehr greifen, finde ich sehr seltsam. Und man fragt sich, warum, mhm, Nintendo sowas gemacht hat. Ich glaube, dass das so wirklich deutlich mehr an die Casuals ziehen sollte und da so ein bisschen kompliziertere Mechaniken eher weggelassen wurden. Hm. Ah, damit man nicht zu frustriert ist, wenn man sich Sachen runterlegt und vielleicht nicht rafft, wie es geht und okay, so. Ja, okay. Was ist dein Rekord in meinem Level? Oh, ich hab's gespielt. Ich war auch schnell und ich glaube, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, als ich es im Stream gespielt habe, habe ich auch den Weltrekord gegrindet. Okay. Hatte ihn kurz, ja, aber das ist jetzt vielleicht auch schon wieder drei Wochen her. Ist so ein bisschen die Geißel der Speedrunner, wenn man ein Autoscroller-Level hat. Genau, das habe ich auch gesagt. ein Weltrekord-Grinden in einem Autoscroll ist eigentlich ein bisschen blöde, weil ich kann nur am Ende irgendwie Zeit rausholen oder ich starte irgendwie möglichst schnell, aber viel kann ich eigentlich nicht machen. Gut, ja. Sie und Simon, habt ihr schon mal was von Grand Poo World gesehen? Oder in den Videos und so weiter? Ich kann mich auch nur erinnern, dass da, ich habe das mal gehört, du hast das mal erzählt. Und so, ich habe dann nur mal kurz bei Denzen reingeschaut. Ich habe mir extra bei den GDQs 2019 jetzt, SGDQ, da war ja Grand Poo World 2, und ich habe es mir extra nicht angeschaut, weil ich hier auf Denzen gewartet habe und das hier gucken möchte. Ich habe nur ab und zu mal bei ihm im Stream reingeschaut, als er das noch am Anfang trainiert hat. Aber viel kenne ich von dem Game auch nicht. Okay, möchtest du noch was davor erzählen oder willst du dir das aufsparen, während du spielst? Ja, ich werde auf jeden Fall auch viel, ja, absolut. Ja? Das geht schon, das bin ich ja gewohnt. Und ich werde mit Sicherheit während des Runs viel zu den einzelnen Stages sagen. Mhm. Ich habe es euch gerade schon mal gesagt, was sehr interessant und ein Highlight an dem Spiel ist, ist der Soundtrack, der ist großartig. Mhm. Und da kann man nur gespannt sein auf jedes Stage, denn die Mucke ist einfach überragend. Ja, wir haben uns schon überlegt, wir machen so ein kleines Raten, wir drei. Finde ich super. Jedes Stage versuchen wir, die Musik zu erraten. Ist halt der Ursprung, sind Klassiker. ich sag mal 8-Bit, 16-Bit-Spiele. Das war ja bei Baby Kaizo World ja auch. Da war es auch schon ein bisschen so, ja, in der Tat. Du hast für dich schon mal durchgetestet, ob es von dem Delay und allem her ja, alles gut. Okay, ja, wenn du bereit bist, können wir gerne nur noch Sound. Ein bisschen Sound, ja, genau, das wäre ganz gut. Bisschen. Da ist er. Ja, ja, da ist es. Okay. Und da fängt schon an mit der Musik. Das ist aber jetzt wahrscheinlich sehr speziell und sehr schwer. Ein bisschen. Ja, es ist sehr schwer. Ja, das ist sehr schwer. Ja. Es ist vom SNES Secret of Evermore, die Piratenbucht. Okay. Wenn man es dann weiß, dann hat man häufig. Ja, okay, so langsam, ja, dann kann ich es assoziieren, weil es ist aber auch eine sehr reduzierte Musik. Ja, absolut. Auch, ne? Also, ich würde jetzt in der Tat starten. Wenn ich hier den Spielstand auswähle, wird der Screen kurz schwarz und dann spawnt Mario. Und sobald Mario spawnt, habe ich die Kontrolle über ihn und dann startet der Timer. Okay. Also es kommt jetzt nicht auf ein Sekündchen. Wollen wir hoffen, dass er dann startet. Okay. Im besten Fall startet er dann. Beim Weltrekord zählen wir es noch mit. Dann würde ich es auch machen. Ja. Also wenn das passiert, das wird nicht passieren, aber naja. Randale-Rekord. Wir schauen mal. Okay. Okay, also ich wäre soweit. Mhm. Ich würde sagen, es dauert so ungefähr 3 Sekunden, nachdem ich hier drauf gedrückt habe. Ja. Mario spawnt. Zähl einfach runter und Regie macht es dann bereit. Okay. Gut, ich schätze das mal so ab. Es geht los. 3, 2, 1, go. Okay.
Okay. Es war ein bisschen daneben. Ja, es gibt tatsächlich Story, ein bisschen anders als sonst. Wir retten nicht Prinzessin Peach, sondern wir sind auf einem Schiff, das strandet jetzt leider. Mhm. Und wir sind auf einer Insel, wissen nicht, wo wir sind und müssen irgendwie wieder zurückkommen. Der Weg ist nicht so leicht, so viel kann ich schon mal spoilern. Ach ja? Ja, in der Tat. Okay. Also, los geht es. Und hier startet es schon mit einem meiner absoluten Favoriten-Soundtracks. Also, was ganz wichtig ist in dem Spiel, im Prinzip ist jede Berührung mit irgendeinem Item der Tod, mit irgendeinem Gegenstand. Also alles. Oh ja, es fühlt sich. Ja, also alles. Alles. Ich habe schon gecallt vorher, was passieren wird, ist, dass ich unglaublich häufig sterben werde. Das gehört dazu. Also auch der Weltrekord-Run ist nicht ohne Tod. Mhm. Der ist der Weltrekord, den hat Mitch. Wow. Genau, in der Tat. Mit Flower Power, ja, oder? Mit Flower Power. Mhm. Ja. Es fühlt sich also einen Tacken verzögert an, sage ich jetzt mal hier, der Lag. Aber ich glaube, da kann ich mich schnell dran gewöhnen, hoffe ich. Sonst müssen wir es nochmal tatsächlich abchecken. Apropos Musik erraten. Natürlich weiß ich jetzt den ersten schon, weil Benson mir den verraten hat. Das ist aus Mega Man 7 Slashman. Ganz genau, die Slashman Stage. Also, hier könnte man jetzt All-In gehen, ohne den Checkpoint spielen, da oben. Ich nehme ihn jetzt aber mit. Ich nehme ihn lieber mit. Oh, ja! Natürlich wusste ich, dass der kommt, aber es ist dennoch extrem schwer, diesem Naked auszuweichen. Weil das Timing ist natürlich auch extrem gut. Und das Ding fällt halt genau dann runter, wenn ich die Stange bringe. Okay, es läuft tatsächlich nicht gut, aber... Glaub, kannst du ja auch nochmal ganz locker. Ach, ganz locker. Nein, man muss sich ein bisschen reinfuchsen. Sonst ist es so, wenn ich natürlich PB grinde, würde ich tatsächlich den Checkpoint nicht nehmen und das Level, immer wieder neu starten. Also das Level ist sehr bekannt bei meinen Zuschauern. Okay, verstehe. Wir lernen es ja auch ganz gut kennen gerade. Ja. Aber es ist natürlich das erste Level, das heißt aber nicht, dass es extrem leicht ist. Also ich würde auch nicht sagen... extrem leicht ist hier, glaube ich, gar nichts. Nein, extrem leicht ist gar nichts. Aber auch im Vergleich zu den anderen Leveln ist es nicht unbedingt so, dass jetzt jedes Level schwerer wird. Mhm. Die haben alle einen extremen Schwierigkeitsgrad und das eine liegt einem mehr, das andere liegt einem weniger. Boah, diese Stelle. Also ich werde das auf jeden Fall alles sehr safe spielen. Da ist der Checkpoint. Oh, okay. Das ist schon mal gut. Ich kann mir das nicht eine Stunde lang angucken. Nee, das ist auch. Ich kann wirklich. Mach das Herz nicht mehr mit. Das macht die Pumpe einfach wirklich nicht mehr mit. Es ist halt extrem präzise alles und auch immer, wenn man von unten in die Plattform springt, das so ein bisschen aussieht, als würde ich da drauf gedrückt werden, ist es halt einfach, weil es extrem knapp ist. Mhm. Holy shit. Alter. Ja. Und man sieht auch, wie lang die Level sind. Und das war's. Da kommt noch eine kleine Falle am Ende. Alter, diese Arsch, ey. Ja, also ich kann euch sagen, das erste Mal das ganze Spiel durchzuspielen hat um die 40 Stunden gedauert bei mir. Und ich bin sehr Mario erfahren, sag ich mal. Hat extrem lang gedauert. Und jeder Troll hat mich mitgenommen. Jeder einzelne Troll. Ist es so, dass Grandpa Bear das Spiel gemacht hat oder Nein, für ihn gemacht wurde? Es wurde für ihn gemacht, genau. Der Ersteller ist Barbaros King, einer der bekanntesten Level-Creator und Hack-Creator in der amerikanischen Szene, sag ich mal. Und ich habe noch vor ein paar Tagen mit ihm geschrieben, weil ich so ein paar Daten haben wollte. Und er sagte, er hat weit über 1000 Stunden an dem Spiel gesessen. Also extrem viel Zeit steckt da drin. Oh mein Gott. All diese, ihr hättet Krankheiten heilen können. Ja, das ist, ja so ist alles. Es. Alles. Ja, aber gut, es ist irgendwie, sowas muss es auch geben. Also, Musik kommt mir leicht vor. Ja. Trainiert ihr damit irgendeinen Künstler? Nein, ich sag gar nichts, um Gottes Willen. Ich behaupte jetzt auch mal einfach, das habt ihr alle gespielt. Das ist nicht Earthbound, ne? Nein, Earthbound ist es nicht. Es ist aber auch fies. Um Gottes Willen. Ich glaube, ein bisschen. Pilot Wings? Nee. Aber ich sag mal so, die Konsole. Na gut, na, Super Nintendo gab es ja auch. Ich glaube, ich hab das nicht. N64, so viel kann ich schon mal sagen. Warte. Smash Bros. Ist es nicht, ne? Nee. Ich gebe auf. Es ist Snowboard Kids.
Das habe ich tatsächlich eher weniger gespielt. Doch, ich kenne das. Ich war ein 1080 Man für 2 Stunden. Ja, 1080 fand ich auch cool. War auf jeden Fall besser. Ah, es gibt viele Fans von Snowboard Kids. Ja, ja. Ich hab's damals auch gespielt, ich bin mir sicher, hatte aber auch nicht mehr so wirklich eine Erinnerung dran. Und als ich mal wegen des Soundtracks mir das Spiel nochmal angeguckt habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, wer hat das gespielt? Du weißt doch, Simon, du darfst nicht die Lieblingsspiele der Community dissen. Ne? Wir nehmen das persönlich. Ich glaube, Snowboard Kids mögen sie sehr. Okay. Die hässlichsten Spiele sind ja meistens die beliebtesten, das verstehe ich sowieso nicht. Ja, aber als Kind hatten die nichts anderes und deshalb werden die nostalgisch. Das ist unglaublich, es läuft nicht sehr gut. Ich habe Angst, dass der Fernseher falsch ist. Ja, kann das was mit dem Spielemodus zu tun haben? Das kann tatsächlich. Also ich dachte, das hätte ich vielleicht nochmal abgecheckt, aber wir können natürlich auch gerne nochmal von vorne. Ich bin der letzte Mensch, der irgendwie eine Ausrede braucht, aber es fühlt sich ein bisschen verzögert an. Okay, dann würde ich tatsächlich nochmal vorschlagen, wir machen hier Pause. Also nicht Pause in der Folge, sondern ich auch definitiv sagen. Ich würde das gerne nochmal jetzt hier abchecken für dich. Ja, von mir aus. Alright. Ich bin der Mann der Pausen hier, der wo irgendwas schief geht. Das ist alles gut. Ja. Aber tatsächlich fühlt es sich ein bisschen schwammig an. Also ja, aber deswegen, schon sehr deswegen fragen wir so mega präzise. Ja, also bei so einem Spiel muss es 1:1 sein. Ja, wenn nicht, dann kann ich mich bestimmt auch gleich dran gewöhnen. Ja, aber wir vielleicht nicht. Ja. Also es sind schon sehr viele Tore. Da ist der Button. Push the Button, entschuldige, jetzt kommt gleich das Menü, was alles ganz geil macht. Jetzt wird es halt noch bildschirmfüllend ein Menü drüber. Das ist jetzt Gregor. Ja, ist ein. Spielmodus ist ein, aber das Ding geht auch irgendwie. Es wird immer dunkler, falls du es gemerkt hast, ne? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Es wird sehr dunkel. Guck nochmal hier, ob der irgendwie so ein. So Echo-Modus oder sowas? So ein Echo-Modus oder so. Ja, du siehst ja, es ist ganz merkwürdig. Bildmodus. Da ist alles ganz komisch. Das sind immer diese Fernseher. Noch Bildmodus, Bildformat. Ich hab's geschafft. Erste Hindernis. Ah, leider nicht. Erste Hindernis geschafft. Naja, wie gesagt, also, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann. Okay, es ist zumindest. Aber. Ich wundere mich, dass es immer so runtergeht. Malkontrast aus, was die auch immer für Optionen haben, ne? Ja, ja. Okay. Mehr sehe ich leider gerade jetzt hier nicht, das tut mir leid. Ja. Ja, ist so, ist wie es ist. Ich mache jetzt einfach weiter. Na gut, aber. Ja. Tut uns leid. Na, um Gottes Willen, das kriege ich auch hin. Falls jemand in der Regie noch eine Idee hat, möge er bitte helfen, ansonsten müssen wir es halt jetzt erstmal so machen. Ja, aber das ist für dich natürlich jetzt derbe demütigend. Ne? Nein, das ist egal. Es geht ja nicht darum, hier eine neue PB zu machen. Ich möchte das Spiel zeigen, ich möchte einfach zeigen, was dahinter steckt. Und alle anderen können ja gerne bei dir mal vorbeigucken. Ne? Du hast natürlich ein sehr... war doch eigentlich alles richtig gerade. Ja, man kann ihn noch ein bisschen höher machen, genau. Ja. Es kommt aufs Momentum an. Wenn ich da mit Momentum springe, mache ich halt einen richtigen Fulljump und dann komme ich auch höher. Was mich interessiert, hast du sowas wie wirklich regelmäßige Zuschauer, die dann, wenn du so ein Spiel auch über 100 Stunden spielst, auch 100 Stunden dann zugucken? Ja. Ich meine, das ist ja schon... was Besonderes, sage ich mal. Auf jeden Fall, also, aber das muss mal meine Eltern können es nicht erklären. Nein, ich habe genau diese Leute. Sag mir nicht aufhören sollen. Um Gottes Willen, das macht mir gar nichts. Gottes Willen. Nein, genau diese Leute habe ich. Das sind Fans, das sind Speedrun-Fans. Ich habe eine Person, die eine Excel-Tabelle führt über jeden einzelnen Split und im Chat auch immer wieder dann die Infos postet. Geil. Und dann stehen halt so nutzloses Wissen, wie in diesem Level hat Denzen so und so häufig den Run abgebrochen und so weiter. Also, ja, aber das ist super. Ja, natürlich. Also wir haben sowas bei uns auch manchmal, bei manchen Spielen, Leute, die mitzählen und das ist jedes Mal ganz fies. Oh! An der Stelle sah aus, als wäre ich natürlich extrem dumm in den Mancha gesprungen, aber da gibt's natürlich das, was die meisten oder was die Leute nicht sehen, diese Kaiserblöcke. Die gibt's natürlich überall. Und der extrem ekelhaft platziert. Den einen oder anderen werde ich nachher auch wirklich mal ganz bewusst zeigen, damit man sich vorstellen kann, wie fies die einfach manchmal platziert sind. Mhm. Und manchmal muss man komische Sprünge machen, die sehr seltsam aussehen. Aber einfach, weil ich genau weiß, wenn ich da anders springe, bin ich im Abgrund. Und auch hier eine komische Eigenart, dass ich mich immer ducke. Technisch gesehen verändert sich die Hitbox eigentlich nicht bei Mario, wenn er klein ist. Mhm. Aber es ist so ein Gefühl einfach. Okay. Ja, fies. Ja, es läuft natürlich wirklich nicht gut, aber kriegen wir hin.
ich glaube, dass man sich tatsächlich schnell daran gewöhnt und die nächsten Level werden besser. Wir können aber auch gerne nachträglich einen Todescounter einführen. Das ist dann Unterhaltung auf jeden Fall. Nein, lieber nicht. Schick uns die Adresse von deinem Typen, der das mitzählt. Ja, der wüsste alles. Der also er hat schon gesagt, wenn das ausgestrahlt wird, dann ist er natürlich im Chat und postet alles. Darauf könnt ihr euch gefasst machen. Mein Respekt, wirklich. Das ist Hingabe. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt aber hier. Mann, ey! Chaka. Ja, wunderbar. Oh, nice. Also der Kaiserblock ist quasi ein über dem Mancha und ein links von dem Mancha. Es ist ganz, ganz fies. Und immer noch nichts um... Nein, es ist jetzt nur... Jetzt haben wir einen Checkpoint da oben erreicht. Ah, also immerhin, immerhin. Jetzt darf ich ruhig sterben. Und ich würde auch sagen, der zweite Part ist der deutlich einfachere. Ich sagte eher und danach solche Geschichten. Kannst du denn Mario Maker überhaupt spielen, wenn das zu casual ist, oder ist das für dich ein... Naja, ich spiele keine Casual-Level. Also es gibt ja wirklich krasse Levelbauer, die, also Panga, sag ich mal, ist ja ein Name. Moment einmal hier. Das muss jetzt vom Timing her. Okay, du bist ja wie einer von so, der auf Schärfe abfährt. Absolut, und dann über Tabasco lächelt. Absolut. Wow. Ja, es ist halt cool, dass das genau auskommt. Das sieht nice aus. Ja, zweiter Part war deutlich einfacher. Das geht nämlich ohne Tod. Nice. Ja, Panga-Level zum Beispiel habe ich geklärt, galt als das schwerste Mario Maker-Level. Da habe ich aber auch 8 Stunden gegrindet. Das halt war das der mit den Feuer? Nee, das nicht, das nicht. Das fand ich gar nicht so spannend, muss ich sagen. Ja? Da ging es für mich eigentlich nur darum, auswendig zu lernen, welchen Weg ich gehen muss. Das war sehr auswendig. Das war gar nicht so. Ich weiß, dass das viel durchs Internet gegangen ist, aber ich fand es eher langweilig, um ehrlich zu sein, weil... Es sieht in GIF-Form wahrscheinlich einfach gut aus. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das hat es auch so durchs Internet getrieben. Ja, hier Riptide Slide, hier nutzen wir eine Mechanik. Ich nutze überhaupt keine Eingabe nach links oder rechts, sondern ich rutsche. Und wenn ich jetzt keine Eingabe mehr nach links oder rechts mache, rutscht er weiter mit der Geschwindigkeit. Okay. Würde ich aber nach links oder rechts drücken, würde er die normale Laufgeschwindigkeit haben. Jetzt aber die reicht hier nicht. Aber jetzt reicht's. Ja, ja, geil. Oh. Oh, totes Blatt, ey. Das ist Streets of Rage, oder? Ja, genau, genau. Okay, das war eins, was ich vorher hätte ich im Leben nicht gewusst. Streets of Rage hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm als Spiel. Zum Glück haben wir das hier jetzt schon gespeedrun. Yuzu Koshiro, wie ist der? Ja, Yuzu Koshiro. Yuzu Koshiro. Yuzu Tsuki ist der andere. Ist das so ein Side, so ein Beat'em? Nee, das Side-Scroll Beat'em. Ja, okay. Ja, es ist der. Ja, tatsächlich? Wieso kennt ihr den? Der ist Side-Scroll Beat'em Up eigentlich für den Mega Drive damals gewesen. Auf jeden Fall. Mist. Also, ja, es ist. Wie ein Rocker Golden Axe. So einfach ein Hardcore 90er Jahre Rocker BMX. Frage ist natürlich, was ist Golden Axe? Golden Axe? Das ist ja absoluter Klassiker. Ja. Ja, es ist. Das ist sehr fies, weißt du, du wirst ja einige Wracks hinterlassen gleich, wenn du dann fertig bist, ne? Wenn du entspannt hier rausgehst, sind wir alle halb tot. Ja, ich nehme das emotional. Ja, ich auch, mit. Ich auch. Weil das natürlich jetzt wirklich, das sind viele Tode, das muss nicht sein. Ja gut, aber wir haben ja schon geklärt, vielleicht das Insert rein liegt an uns. Nein, um Gottes Willen. Nein, also, wir haben irgendwo, haben wir was hier. Irgendwo geht eine Leitung zu langsam. Das sind die modernen Fernseher meistens, ne? Also so ist es eben gerade bei so einem sehr präzisen Spiel. Absolut, ja. Das Setup, an das man sich gewöhnt, ist genau das, wie man dann auch spielt. Definitiv. Es gibt hier Frame-Tricks. Da geht's um einen Frame. Also. Ja, das wird nichts. Oh! Es war halt, das Problem war einfach, ein Tacken zu lange auf dem Delfin und dadurch bremst Mario. Ja. Was ich versuche, ist halt, sobald ich auf dem Delfin lande, sofort wieder wegzuspringen, damit ich den Schwung nicht verliere aus dieser Rutsche hier. Mhm. Und ja, und wenn ich da vielleicht ein bisschen zu spät drücke oder ein paar Frames zu früh, dann nehme ich zu viel Bremsweg mit, sage ich jetzt mal. Gregor, du hattest vorgeschlagen, dass wir die Level auch mal probieren, so vor, kurz vor dem Rand. Ihr könnt gerne, wenn ihr mal Lust habt, den... Das klappt. Hier ist ein böser Fisch. Ich weiß nicht, wovon du... Ihr könnt, es gibt coole Bosse. Es wäre Selbstmord. Es gibt sehr coole Bossfights. Also ich sag mal, der letzte, der Bowser-Fight, wenn ihr den gleich seht, also das ist der härteste Bossfight, den ich jemals in einem Videospiel erlebt habe. Aber auch extrem cool. Mhm. Und ich habe beim ersten Mal, ich weiß nicht, 9 Stunden habe ich nichts anderes gemacht als diesen Boss. Das kennt man sonst nur irgendwie von Dark Souls. Das reicht nicht. Ja. Hier ist eine extrem starke Strömung. Ich mache also hier auch überhaupt gar keine Richtungseingabe nach links oder rechts, denn sonst würde ich bremsen. Nehme halt nur den Schwung der Strömung mit. Quasi Autoscroller.
Ja, aber natürlich ist das Schwimmen sehr präzise. Ja. Das Umdrehen ist aber auch bewusst, oder ist es? Das Umdrehen ist bewusst, weil ich danach bremse hier ein bisschen. Ich bremse ein bisschen ab, sonst würde ich in die Mannschaft knallen. Ah. Aber einmal zu viel gebremst, dann kommen die Bullet Bills. Ja. Und es ist halt alles extrem präzise. Das ist aber auch, wer baut sowas? Ja, ja. Ihr habt's gesagt. Ja, das aber sind Masochisten. Das ist, oh. Ja. Jetzt aber, ja. Was machen solche Leute, du kennst ja die Leute, was machen die quasi beruflich? Also, oder, haben die einen Job, der dazu passt? Sind die Planwirtschafter in irgendeiner Stadt oder bauen das die nicht, um ehrlich zu sein. Trassen oder das, ich wette das dann. Okay, kann ich das noch cheesen? Vielleicht geht das noch. Aber ich glaube, ist das Timing verkorkst hier. Ja, ich glaube ja. Okay, ich weiß nicht, was da passiert Never happened before. Nein, das muss ja auch mindestens einmal passieren. Und auch hier, schöner Vergleich zu Mario Maker 2. Wasserlevel in Mario Maker 2 sind unglaublich langweilig, weil man eigentlich nichts tun kann als B drücken und man schwimmt. Und hier hat man, im klassischen Super Mario World hat man wenigstens verschiedene Möglichkeiten zu schwimmen. Man kann einen kleinen Schwimmer machen, man kann schnell schwimmen, man kann hochschwimmen. Man hat noch ein bisschen Variation im Wasser. Und das fehlt bei den neuen Mario-Spielen komplett. Da kann man einfach nur schwimmen. Aber eigentlich muss das doch für dich, der sich ja mit sowas befasst, ein bisschen wie ein Traum sein, dass dann Nintendo selbst einen Editor rausbringt und diese so quasi diese Kunde von Kaizo so ein bisschen in die Welt rausträgt. Definitiv. Ich bin mir absolut sicher, dass Kaizo ja damit auch viel zu tun hat, oder? Ja, denke mit Sicherheit. Ja. Ohne Kaizo gäbe es wahrscheinlich kein Dings, weil die hätten das nie durchgedrückt. Nein, die Hack-Szene ist super groß. Ja. Also, machen wir unsere eigenen Hacks, da können wir Geld verdienen. Ja, ja, absolut. Wir haben einfach gesehen, wie viele Leute spielen das? Ja. So muss das gewesen sein. Wie in einem Meme, ne, wo einer aus dem Fenster dann fliegt am Ende oder so. Nee, aber es ist irgendwie so. Ice Stages. Ja, und ich sage mal, dass das eigentlich so für mich, das ist der absolute Run-Killer, diese Stage. Also, hier habe ich bei dir kurz zugeschaut. Das ist die Stage, die ich auch gestern noch hardcore gegrindet habe, einfach, um zu sagen, die muss gut laufen. Ekelhaft. Also hier passiert ganz viel. Ich muss das Power-Up haben. Aber ich darf halt nicht getroffen werden. Ich muss die ganze Zeit groß bleiben, muss aber an der richtigen Stelle klein werden und nicht vorher. Und diese Dance-Mucke kommt auch wieder? Die Dance-Mucke kommt auch, ja. Spiel? Spiel. Versuche es zu ermitteln gerade. Super knapp. Ja, es ist wirklich, also es ist für mich das Schlimmste. Die Eisphysik ist ja nützlich. Ja, die Eis, ohne die wird es nicht funktionieren, das Level, ja. Ja, du hattest es vorhin noch mal erwähnt, aber was vielen Leuten nicht bewusst ist, wenn man jetzt Super Mario World in spielt, das sind nicht die, ist nicht die gleiche Sprungphysik und alles, sondern es ist, glaube ich, essentiell die Physik von New Super Mario Bros., aber eben auf den anderen Stil übergemünzt, damit die Leute nicht durcheinander kommen beim Wechseln die ganze Zeit. Es spielt sich aber trotzdem signifikant anders als. Es spielt sich ganz anders. Es spielt sich, ich würde sagen, es ist vereinfacht in Super Mario Maker 2. Die ganzen Controls und die Physik ist vereinfacht. Das Spiel ist so ein bisschen entschleunigt, alles wirkt ein bisschen langsamer, man ist länger in der Luft, das ist alles so ein bisschen träge und ich glaube, das zielt einfach an die Casuals. Ja, es ist halt fies. Dieser Block. Natürlich weiß man, dass er da ist, aber man rutscht noch. So quälen will sich doch keiner. Nein. So muss es ja auch nicht sein. Ja. Ja, das ist wohl wahr. Das ist ja das Schöne. Bei Mario Maker kann sich ja jeder seinen Schwierigkeitsgrad aussuchen. Er kann ja die Level spielen, die er möchte. Es gibt ganz krank und es gibt auch relativ simpel. Ja, am beeindruckendsten fand ich wirklich die, wo sie das Genre dann wechseln und irgendwas ganz anderes drauf bauen. Ja. Also das ist immer noch faszinierend. Ja, ist natürlich jetzt doof, aber du weißt ja. Ja, alles gut. Du wusstest es vorher. Ja, alles gut. Wenn ich zu den Rocket Beans komme, wird wieder irgendwas sein. Na. Der Akku, ja. Nein, lebe es auch. Ich will natürlich früh abbremsen. Anderes. Ja, ich will natürlich früh abbremsen, weil ich weiß, der Kaizo-Block ist da. Gut, aber naja, wir können länger die Musik genießen. So muss man es ja sehen, ne? Das stimmt. Und ich komme leider aber nicht auf den Track. Dass ich da runterfalle, ist unglaublich. Der Track sagt mir leider nichts. Das ist auch wieder ein Spiel, das wir schon hatten. Das ist nicht so häufig, dass sich die Spiele wiederholen, aber das ist auch Snowboard Kids. Aber wenn ihr vorhin gesagt habt, das erkennt ihr nicht. Aber es passt zumindest zum Setting des Jahres. Auf jeden Fall. Uff. Das ist, glaube ich, ein Tacken zu langsam. Oh. Da war wahrscheinlich wieder einer. Oh, oi. Oh, jetzt brauche ich den Stein von dem Chuck da oben. Ich darf nicht da oben. Oh, aber da wäre der Checkpoint gewesen. Und auch hier, der erste Part ist halt das, was mich zerstört. Und der zweite Part ist relativ free, sag ich mal. Okay. Ich sollte es nicht jinxen. Es ist auch schwer, aber es ist deutlich leichter als das. Naja.
auf Dauer ist der Schnee auch sehr unangenehm. Ist ein bisschen sehr viel Schnee, meiner Meinung nach. Mhm. So, jetzt aber. Nein, duck dich bitte. Duck dich, Klempner. Ah. Es gibt sehr viele schöne Bossfights in dem Spiel. Auch das wird noch großartig. Und das Besondere an den Bossfights ist einfach, dass die, nicht jeder, aber viele sind einfach wirklich RNG. Die haben verschiedene Muster, aber wie in welcher Reihenfolge sie die anwenden, ist halt komplett random. Und das macht es halt schön und so skillig. Man kann einfach nicht auswendig lernen, wie der Boss funktioniert. Mhm. Man muss reagieren auf den Boss. Es gibt keine scripted Boss. Nein, es gibt, ja doch, einen gibt es. Aber ich sag mal, der Bowser-Fight am Ende, der ist legendär und extrem schwer. Wow. Das, komm, jetzt ein bisschen Fokus hier, das muss durchgehen. Das könnte langsam sein. Langsam. Oh Gott. Uff. Uff. Was? Das ist jetzt hier auch sehr langsam. Ja, yes. Viel knapper geht's halt auch nicht. Nein. Oh, God damn it. Und das ist auch so eine schöne Mechanik, die es in Super Mario Maker gar nicht gibt, nämlich der sogenannte Regrab. Wenn ich in der Luft B halte, also die Sprungtaste gedrückt halte, dann falle ich langsamer. Und so kann ich einfach meine Fallgeschwindigkeit bestimmen. Und das ist essentiell bei Mario World. Und das gibt's leider bei Mario Maker nicht. Und ich finde, das ist so ein Ding, das fehlt total. Naja. Aber jetzt habe ich es gleich. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, komm, komm, komm an! Gut! Na, jetzt, komm schon. So. So, die Steine mache ich kaputt, um die Zeit zu überbrücken. Oh, jetzt der Damage Boost, das letzte, was. Ah! Nein! Ah, nein! Das ist halt einfach fies. Ich habe halt die Kante berührt, das reicht schon. Also, man darf keinen Fehler machen. Man darf wirklich keine Fehler machen. Und dieses Level ist aber auch eines der schwersten. Das muss man einfach sagen. Ja. Und auch zu Hause sterbe ich hier sehr häufig. Aber ohne Scheiß, egal wie häufig du stirbst, jedes Mal ist es echt schön anzuschauen, wie er da durchhuscht. Es hat schon was von einem Taskboard-Run, bis es dann eben schief geht. Ah, jetzt aber. Die Stachel da oben, die Mancher sind auch extrem gefährlich. Mhm. So, ich muss den letzten Stein halt schon mit Schwung auf der rechten Seite treffen, damit ich nicht. Oh, jetzt. Es war eine Millisekunde. Und der zweite Part ist deutlich angenehmer. Obwohl er nicht leichter ist. Ich glaube, die Allgemeinheit findet ihn sogar schwerer. Aber für mich ist er angenehmer. Hat ja jeder so seine Präferenz. Mhm, ja. So, auch hier gilt das gleiche Konzept. Bleib groß bis zum Ziel. Das Ding fährt halt echt schnell nach hinten. Und am Ende darfst du dann den Pilz verlieren. Ja, da mache ich nochmal. So, den Pilz brauchen wir jetzt wieder. Damage Boost sowieso sehr gefährlich, finde ich, bei Super Mario World, weil es so schwer einzuschätzen ist, wie lange ich eigentlich noch drauf laufen darf. Spikes. Och. Ja. Geschafft. Alter. Ja, der zweite Part sieht schwerer aus, aber wie gesagt, ich finde den besser. Je nachdem, was dir liegt eben, ne? Ja, absolut, absolut. Sehr nice. Holy shit. Ja, kannst du noch reden? Es ist so ein bisschen außer Atem. Es ist mir echt schwierig. Es fällt mir wirklich schwer. Denkst du nicht an unseren Kreislauf? Ich kann da auch nur zugucken Menschen. Mit offenem Mund und die ganze Zeit so die Luft anhalten, als wäre ich drei oder so. Es ist so, jetzt haben wir tatsächlich einmal Wasser, aber es ist nur ein kurzes Wasserlevel, denn ich nehme mir den Secret Exit. Und muss das Level zum Glück für den Anyrun nicht machen. Das habe ich bei dir gesehen im Stream. Das ist sehr fies unter dem Fisch. Man hat es gesehen, wie knapp es ist. Und hier sind ganz viele ekelhafte Kaizo-Blöcke, deswegen bleibt man hier auf der rechten Seite. Das ist das, was die Zuschauer häufig leider nicht sehen. Mm. Auch wenn man neu zu mir in den Stream kommt und sieht den Run das erste Mal,
fragt man sich manchmal, warum schwimmt der denn nicht einfach da lang? Es gibt immer einen Grund. Einmal zu viel. Und hier müsst ihr mal auf die Zeit achten, du hast nur 60 Sekunden. Ja, genau. Bei der Timer. Ja, der ist aber im Prinzip nur dann knackig, wenn ich nicht den Secret Exit nehme, weil dann geht die Stage noch deutlich länger. Und dann ist es viel knapper. Auch diese Gitter, sehr gefährlich, denn den kleinen Schwimmer kann ich nur machen, wenn ich nach unten halte. Aber wenn ich an dem Gitter nach unten halte, dann kletter ich. Sind so Kleinigkeiten. Und die Cheep-Cheeps kommen näher, deswegen versuche ich hier möglichst wenig zu laufen. Ja. Und jetzt nehme ich hier den Delfin. Das ist ein Secret Exit. Und der führt mich zum Schlüssel. Eine sehr, sehr schöne Stage hier. Also finde ich vom Design her cool. Ja. Wir sind auf einem Schiff. Das ist deutlich schwerer, macht das Ganze, wenn ich auf dem Schiff stehe, fahre ich nicht auf der Plattform mit. Also wenn ich stehen bleibe, fährt der Boden unter mir weg. Das heißt. Na gut, die Physik gilt nicht im Pilze von. Nein. Hier, Realismus ist hier, wird hier klein geschrieben. Das ist der Fahrtwind. So. So, hier gibt es auch eine ganz besondere Mechanik. Wenn ich hier einmal sterbe vor dem Ende, wird das Level nämlich noch einmal deutlich schwerer. Das hat was mit der Technik zu tun. So ganz genau verstehe ich es nicht, denn wenn ich sterbe, verschiebt sich der vordere Layer. Das Level ist halt aufgebaut in verschiedene Layer und verschiebt sich um einen Pixel nach oben. Und das bietet mir dann nicht mehr die Möglichkeit am Ende, jetzt sieht man es hier, über die Stachel zu laufen. Das kann ich jetzt nur machen, weil ich nicht gestorben bin. Wenn ich aber sterbe. Wow, nice. Dann sollte ein One-Shot werden. Nicht. Nö, ich glaube, das Level ist ganz gut gelaufen. Ich bin noch nicht durch, der fiese Hammerbruder kommt noch, aber so viel kann nicht mehr passieren. Ja. Okay. Ah, geil. Naja, perfekt. Das war doch gut. Das war gut. So, wir nehmen Secret Exit. Zack. Ja. Ja, doch, ich komme noch rein, man sieht es doch. Sehr gut. Ja, wer anderes Expert-Play sich ja nachgucken will, Haus an Haus, habe ich ja gerulort, was um Mario World angeht. Ich hab's gehört, ja, die Kunde habe ich vernommen. Haus an Haus, was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Aber ihr habt auch bei der letzten Session hier, Versus, habt ihr auch gut gerulort, oder? Habe ich so mitbekommen. Es ging. Nee, doch, war gar nicht so krass, okay. Ja, also es war letzten Endes natürlich knapper, als man gehofft hätte. Ah, okay. Also, du kennst doch das Gefühl. Du weißt die Musik, ich spiele so gut und dann hörst du, der andere ist vielleicht nur ein Müh dahinter oder sogar noch vorher. Warum spiele ich so gut? Warum habe ich so ein gutes Gefühl, wenn ich so scheiße spiele? Was war das noch gleich? Ja. Ich kenne das hundertprozentig. Ja, denkt mal drüber nach. Also, in diesem Level, man sieht es, die Besonderheit ist. Castlevania? Nein. Ist so ein bisschen, wie man es von Mario Maker kennt, diese Zero-Gravity-Physik. Und das ist hier auch. Also ich springe natürlich deutlich langsamer. Es ist halt ein Unterwasser-Ding, aber es fühlt sich nicht an, als wäre es Wasser, sondern einfach, als wäre alles ein bisschen langsamer. Alter. War aber beim ersten Mal extrem schwer, hierauf klarzukommen. Das ist auch Mega Man, oder? Nee. Was ist da? Ich kenne das. Actraiser ist es auch nicht. Der erste Boss. Soll ich sagen? Ja. Die Musik ändert sich, es war Shovel Knight. Shovel Knight, natürlich! Zu modern gedacht, okay, der erste Boss. Das ist der erste Boss, der ist straightforward, da kann eigentlich nicht viel passieren. Interessanterweise, diese Boos im Hintergrund sind die, die mich töten können. Der Boss an sich gar nicht, der hat keine bedrohliche Hitbox. Aber je nachdem, was man für einen Bildschirm hat, also ich zu Hause sehe die Boos nicht. Und ich habe alles an meinem Bildschirm schon ausprobiert. Es ist einfach zu dunkel. Ja, hier kann man sie wunderbar sehen, macht aber nichts. Also ich weiß ja, wo sie herkommen und wo ich stehen kann. Aber zu Hause sehe ich sie tatsächlich gar nicht. Weird. Ja. Aber der ist halt super straight, der hat immer das gleiche Muster. Das ist einfach nur. Okay. Ein bisschen treffen. Schön. Sehr schön. Ja, jetzt geht's. Das ist jetzt bin ich doch drin. Kann man was abhaken, kann man sagen, das brauchen wir nie wieder machen. Ja. Ja, ich werde es bestimmt nochmal machen. Immer. Ja. Ich aber auch, du schon. Ja. Ja, auch, ja, würde ich auch fast sagen, so die zweite schlimmste Stage für mich hier in dem ganzen Run. Die Wüste. Pokey. Ich verstehe schon, warum. Ja, ich finde Pokies hier sind ganz fiese Gegner. Ein Tacken zu spät. Ich glaube, den Track kenne ich nicht. Das ist nicht Zelda, ne? Der Track müsste ich jetzt, käme ich jetzt selber drauf. Ich mache auch nur ein bisschen lernen. Ja, ich weiß es, ja. Also das habt ihr mit Sicherheit mal gespielt. Aber man kann ja nur auch nicht die ganzen Tracks kennen. Ja. Ah, Snowboard Kids. Jetzt muss doch Mario, ich wette, es ist Mario 64. Nee. Okay. Fuck. Es könnte tatsächlich ein Zelda sein, aber ich. Weil mich irritiert, dass du sagst, wir hätten das alle sicher gespielt. Ja, ich glaube, ich habe völlig andere Spiele gespielt als ihr. Ja, das mag sein. Also, ich sag mal, es ist nicht Nintendo. Dann ist es Konami.
Naja, ja, ja, das muss ja, könnte ja auch noch Nintendo sein. Wie? Ach, kein Nintendo, ich verstehe. Ich dachte, du meinst, es ist kein Nintendo-Spiel. Nee, kein klassisches Nintendo-Spiel. Es ist ein, es ist der andere Held, den es sonst noch so gibt, neben Mario. Scenic! Ja, den furchtbaren, den piekigen. Ah. Krass, dann muss es der, ja, unter Wasser wahrscheinlich, oder? Die, nee, es ist wohl die ägyptische Welt. Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Ich hasse Sonic. Gibt's überhaupt sowas? Ich meine, es gibt sicher eine Wüstenwelt. Es gibt sicher eine Herzenwelt. Sonic ist, ja, das Problem bei solchen Wüstensounds ist, da waren, so gut sich die Sachen anhören, die japanischen Komponisten nicht so sehr originell. Da ist immer alles gleich. Ja, ja, genau. Das ist wie bei Mario Land schon. Ja, ne? Da gibt es auch das Pharao und diese ganze Theme. Das hört sich genauso an. Ja. In der Tat, ja. Ja, hier ist auch deutlich der erste Part wieder viel, viel schwerer für mich. Das zweite ist auch relativ safe. Es sieht so nice aus. Mit dem hier, das könnte nicht ganz reichen. Hey. Mach mal Didelü statt Didelü. Ja, und schon fertig, rechte frei. Okay, und? Damage Boost. Und da geht's. Oh, doch, das ist so unfassbar. Ja, ist auch natürlich. Jede Der ist jetzt nicht ganz so fies. Das ist ganz lustig, dass er da einfach steht. Einfach jede so. Möglichkeit wird ausgenutzt, einem nochmal einen reinzuwürgen. Ja. Darum geht's. Bist du da nicht wütend? Ich habe sehr viele Ausraster gehabt beim Weil ersten du bist Mal. Gemein. Dich Absolut. Wollen sie damit treffen. Ja, du hast recht. Aber ich habe das Gefühl, jetzt bin ich drin. Jetzt geht's besser. Ich glaube, die letzten drei Level waren super gut. Also. Ja, die waren gut. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, tatsächlich. Und dann geht's. So. Und es kommen noch so wahnsinnig schöne Level, kann ich ja schon mal sagen. Wie du dich auch noch freust, ey. Oh Mann. Auch eine ganz, ganz fiese, coole Mechanik. Ihr müsst euch vorstellen, diese Mechanik hier mit dem Propeller, die gab's nicht in Super Mario World. Das heißt, die wurde für den Hack quasi programmiert. Und das mag ich halt total, wenn sowas Innovatives da drin ist. Obwohl ich sie auch häufig schon verflucht habe, natürlich. Oh. Oh, ja, oh Mann, weiß ey. Ich nicht. Aber Mario Maker 2 gibt es ja diese Luftwirbel, die funktionieren aber dezent. Der anders, ist auch. Ja wohl auch eine Katastrophe, dieser Luftwirbel. Ja. Ja, der funktioniert anders. Ja. Ist lustig, wie du als Profi einfach so dich lustig machst über diese lame Ding von diesen neuen Entwicklern Nintendo. Nicht, dass es lame ist. Nicht, dass nein, aber es ist, du hast ja recht. Nur es ist so, für dich ist das halt so Kinderkacke. Es ist halt immer schwierig, finde ich, gerade bei diesem Wind bei Mario Maker. Ich habe das Gefühl, da ist schon immer wieder so ein bisschen RNG drin. Mhm, natürlich funktionieren die irgendwie nach einem bestimmten Muster, aber wenn ich da 20 Mal den Sprung identisch machen möchte, dann wird das nicht funktionieren. Ah, okay, das ist natürlich wichtig. Ups, und das gefällt mir einfach nicht. Ja, RNG in solchen Spielen in dem Fall muss wirklich nicht sein. Ja, und auch das ist natürlich einem Casual-Spieler dann wieder so ein bisschen egal, ne? Und das ist jetzt aus der Sicht von mir, wo ich solche Spiele halt wirklich auf einem anderen Level spielen will, stört mich dann sowas. Hm. Stört mich der Wind einfach. Ja. Musikraten, ist das Shinobi? Ja. Das hört sich Super Shinobi, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht. Shinobi 3 meine ich, oder? Das weiß ich. Ja, das kann auf jeden Fall Shinobi. Haben wir richtig geraten. Das ist der ist jetzt ekelhaft, der Sprung. Ja. Ein Ballon. Ja, den brauche ich. Um da hochzukommen. Nee, ich halte es nicht aus. Das ging doch noch. Ja, das ging noch. Jetzt haben wir einen Scrollpart. Wer mag das? Niemand mag Scrollparts. Ich finde, wir sind immer sehr gut in Mario Games. Sind Paizo-Hacks nicht sowieso alles auf das Scroll? Eigentlich schon. Also wenn ich irgendwas nicht richtig oder schnell genug mache. Ich könnte hier einen wirklich sehr fiesen Kaizo-Block mal zeigen, weil hier ist der Time-Loss auch nicht so krass. Einer der schlimmsten, glaube ich, im Spiel. Und beim Anfang, als man es dann das erste Mal gespielt hat, man wusste genau, der ist da, aber ist immer wieder reingesprungen. Der ist einfach so bösartig platziert. Und er ist hier, man landet hier. Oh, wow. Da habe ich jetzt aber zu viel versprochen, da wäre ich ja sogar rübergekommen. Aber eigentlich genau da. Aber genau an dieser fiesen Stelle. Ja, genau. Also. Wie immer. Also diese Kreiselblöcke, das finde ich wirklich am gemeinsten. Ja. Und es ist so schade, weil die Zuschauer die nicht sehen. Ja. Die sehen einen wesentlichen Schwierigkeitsgrad in den Leveln eigentlich gar nicht. Weil die schon wirklich sehr viel verbaut sind. Das wäre vielleicht. Ja, sie können mitfühlen, glaube ich. Das wäre eine Idee vielleicht für die ganzen Hack-Ersteller, dass es eine Möglichkeit gibt, einen anderen Video-Out für die Zuschauer zu geben, die Kaizo-Blöcke dann sehen statt stark, spielen. Das wäre geil, ja. Dafür gibt es ja sogar dieses Template, ne, mit den angezeichneten Blöcken, die man nur so halb sieht. Ne? Könnte man einfach dafür nehmen. Oder ist da ein Skript irgendwie durch, aber da gibt es klügere Leute, die dann bestimmt sehen können, ob das geht. Fuck. Oh. Das war kurz vorm Ende. Und so kurz das, was hier in dem Level extrem knapp ist, das werdet ihr gleich sehen, ist das Ende. Da muss ich unten in eine Pipe. Und über der Pipe fahren Sägen hin und her und da ist halt überhaupt kein Platz. Hm. Und ja, da kann es häufig mal in die Hose gehen. Ich habe schon
häufig versucht, mir da irgendwie ein Muster zu suchen. Aber ist irgendwie, es ist so knapp, dass ich das Gefühl habe, es ist immer auch ein bisschen Glück, ob es klappt oder nicht. So, hier. Wow. Das ging sogar noch. Das kann deutlich knapper sein. Nice. Ja, sehr gut. Ein schönes Level, das ich häufig verabscheue im Stream, aber... Hier, die Shinobi-Musik auch, wenn du Stage beendest. Tatsächlich? Ja, ja. Spielst du eigentlich auch solche Sachen wie I Wanna Be The Boshi oder so diese ganz Hardcore-PC-Miniatur? Ja, I Wanna Be The Boshi habe ich jetzt nicht gespielt. Aber Super Meat Boy zum Beispiel fand ich mega geil. Hier eine sehr schöne Mechanik, auf dem Seil darf ich nicht rennen. Wenn ich auf dem Seil renne, falle ich durch. Ich darf halt nur gehen auf den Seilen. Man hat aber herausgefunden, wenn ich immer mal wieder Y, also die Renntaste, antippe, dann bewege ich mich schneller darauf, aber ich renne nicht. Ah, okay. Ah, Mist. Da muss man dann gezielt rennen, dass man durchfällt. Aber ist natürlich, das passiert am Anfang. Und ich kann schon mal so viel wegspoilern. Diese Mechanik gibt es auch nur in diesem einen Level. Mhm. Und deutlich später im Spiel, kurz vorm Ende, gibt's noch mal so ein Seil. Es sieht ein bisschen anders aus und jeder fällt dann darüber, weil das einfach vor dem Ziel ist und man muss nur noch ins Ziel rennen und dann ist da noch mal so ein Seil. Und also man sieht mal, wenn ich jetzt Y immer antippe, bin ich schneller, als würde ich gehen und ich falle nicht durch. Also das ist so ein bisschen, die Mechanik wird so ein bisschen ausgehebelt. Aber Topspeed kann ich halt trotzdem noch nicht rennen. Hier ist auch ein ganz fieser Kaiserblock auf der rechten Seite, deswegen springe ich hier links. Mist. Ah. Das ist die erste Stage mit dem ersten richtigen Boss, der wirklich schwierig ist und ganz viel RNG mit in sich trägt. Das werdet ihr gleich sehen. Der ist großartig, geiler Soundtrack, geiler Bossfight, aber auch echt knackig. Apropos Soundtrack, welches Spiel ist das? Gregor, Simon, ist das? Ich kenne die Musik. Ich kann nicht denken. Disco Shells, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt von Super Mario World. Das ist das schlimmste Item überhaupt. Ja, das hast du mal bei Baby Kaiser World schon erzählt. Auf der einen Seite würde ich mich freuen, wenn es in Super Mario Maker 2 dabei wäre. Ich finde, es ist so ein klassisches Ding. Das gab es halt ja auch schon im Vanilla Mario World. Leider gibt es das nicht. Das Problem an den Disco Shells ist, wenn ich auf der Disco Shell nach rechts springen möchte, muss ich auch die rechte Hälfte von der Disco Shell treffen. Die kickt mich halt immer so ein bisschen in die Richtung, das wird zu knapp, in die Richtung, bin ich auf der rechten Seite der Disco-Shell, werde ich nach rechts gekickt. Ja. Das heißt, ich muss, hab halt nur einen halben Block Platz. Einen halben Schildkrötenpanzer. Genau. Ich glaube übrigens das Contra, oder? Protector, kann das sein? Die Musik? Ich kann es jetzt gar nicht mal sagen gerade. Protector, also jedenfalls nicht das Super Nintendo-Ding. Ja. Na gut, das kann ja auch, gibt ja viele. Ja, dadurch, dass es so viele verschiedene Systeme sein können, die Super Nintendo vorstellen muss. Ja, ja. Die Melodie habe ich schon mal gehört. Ich denke gerade, das hat sowas, ich komme auch gar nicht drauf. Terminator-artiges. Ja, finde ich auch. Könnte schon sowas sein. Ja. Der zweite Part ist auch wieder viel cooler. Meiner Meinung nach auch leichter. So, Disco Shell des Todes. Oh. Da ist der Checkpoint. Ja, den verpasst man gerne mal beim ersten Mal. Und jetzt, das ist ganz lustig. Vielleicht versteht ihr die Hommage an ein besonderes Spiel. Das Level heißt Sense Fortress. Mhm. Und die Kugeln, ne? Ich meine, ihr seid ja Experten, was Dark Souls angeht. Finde ich ganz cool eigentlich. Ja. Die Zauberer. Das finde ich auch lustig. Das ist auch super knapp hier durchzukommen. Oh, das war halt super extrem knapp. Und immer wieder diese Trolls, ne? Also beim ersten Mal trifft einen natürlich diese Kugel. Und auch die. Nice, jetzt muss man nur noch in die Tür, das ist aber auch... Ja, nur. Ja. Okay. Jetzt kommt der Boss und der ist fantastisch. Es ist im Prinzip nur ein Chuck, also dieser Footballspieler, den man schon kennt. Mhm. Der hat hier aber, ich sag mal... irgendwas vorher genommen, dass er ein bisschen durchdreht. So will ich es jetzt mal sagen. Oh, shit. Der Gegner braucht 10 Hits.
Und ich versuche möglichst schnell. Turtles in Time. Ja, ja, stimmt. Ja. Möglichst schnell Hits zu machen. Das hätte ich auch gewusst, ja. Und ich sag mal, die Attacken, die er macht, shit, sind. Das war sehr gut. Nice. Jetzt kommen die Super Koopas. Oh, ah, da ist einfach extrem viel los bei dem Boss. Extrem viel los. Und die Super Koopas spawnen, nachdem ich ihn sechsmal getroffen habe. Und damit ich das verhindern kann, es funktioniert, versuche ich den sechsten und siebten Hit ganz extrem schnell hintereinander zu machen. Und dann spawnen diese Super Koopas nicht. Das Problem ist, wenn die kommen, ist es eigentlich fast schon gar nicht mehr zu schaffen, weil der Screen einfach extrem voll ist. Mm. Es geht noch, aber es wird halt unglaublich schwer. Also es ist jetzt der Faller. So, jetzt versuche ich beim nächsten Mal zwei Hits direkt hintereinander zu machen, um den Spawn der Koopas zu verhindern. Und das kann man hier ganz gut von der von rechts. Das war nix. Und jetzt spawnen die, jetzt wird's schwer. Oh shit. Ja, ey, was soll man da machen? Zwei werden. Ja, 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 ja. Das Problem ist, wenn ich ihn zehnmal getroffen habe, ist er noch nicht tot, sondern gibt es eine zweite Phase natürlich. Aber die zweite Phase ist, er ist doch schon relativ bedrohlich. Er wird zu einer Zeitbombe, verfolgt mich, glaube ich, für 5 Sekunden und explodiert mit einem relativ großen Radius. Und das ist das Problem. Also ich kann von ihm weglaufen natürlich, aber der Explosionsradius ist nicht ohne. Ob hey, ja, was kommt hin? Ja, ich sage, er hat auf jeden Fall. Ist er wild. Du, jetzt hast du ihn gerade. Ja, jetzt habe ich ihn doppelt getroffen, aber leider zum falschen Zeitpunkt. Falsche Zeit. Ah, ey. Also es ist halt, man muss verhindern, dass die Super Koopas kommen, weil sonst ist leider. Du kannst nicht Spinjumpen auf den Felsen, oder? Auf den Felsen schon, aber wenn ich dann die Super Koopas treffe, springe ich nicht nach oben und dann stehe ich halt wieder auf dem Boden. Also theoretisch müsste es hier funktionieren. Also jetzt einmal, nochmal und jetzt noch zweimal. Perfekt, das ist jetzt perfekt, jetzt macht er sein Muster und jetzt müssten die nächsten Hits doppelt sein. Dann ist der Boss eigentlich relativ simpel, aber das war perfekt. So, jetzt habe ich den zweimal getroffen und dadurch spawnen die nicht. Und er hat schon 7 Hits. Aber es passiert tatsächlich selten. 8, jetzt kann man ihn solide runterspielen. 9, jawohl. Okay, einer ist es noch, einer ist es noch. Aber es passiert nicht viel. Hier kann ich jetzt sogar die Football, die behalte ich jetzt ein, damit ich jetzt gleich hier safe nach oben kann. Perfekt. Ja. Weil er läuft nur von unten nach rum und explodiert gleich. Und wenn ich hier oben stehe, passiert nichts. Alter, ey. Sehr gut. Ja. Jetzt nochmal hinterher. Nee, er explodiert aber einfach. Er ist super wild, wie er springt. Das ist auch deutlich schwerer, als es eigentlich aussieht, weil er springt immer irgendwie komisch in deinen Sprung rein. Und sobald du springst, springt er auch. Ja, fies. Deswegen steht man da oben ganz. Sehr der schwere Boss in Level 4 bei Turtles in Time, ne? Der Prähistorik-Boss da. Genau. Was ich meine, ne? Ach, das ist doch auch so ein Turtle, so ein prähistorischer Turtle, genau, oder? Ja, ja. Genau, der immer springt, genau. Ja. Hat das ja sogar. Kawabanga! Ja. Gutes Spiel. Der jetzt auf einmal. Ja, sehr gut. Auch bei Speedrandale. Haben wir da um die Pizza gespielt, Sia? Ja. Ich glaube ja, ne? Das war sehr gut. Müssen wir irgendwann mal wiederholen. Dark Souls has only just begun. Aber das ist nicht ganz wahr. Also wir haben jetzt schon einen guten Part des Spiels durch. Also ja? Just begun. Ja, ich glaube schon. Also die gute Hälfte haben wir. Das habe ich schon am Anfang gesagt, es wird nicht unbedingt immer schwerer. Also wir haben alle ihren eigenen Schwierigkeitsgrad und das eine liegt einem mehr, das andere liegt einem weniger. Ja, hier kommen wir zum sehr schönen Level. Erstmal hole ich den Secret Exit. Das macht das Level noch relativ simpel. Also der Weg zum Secret Exit ist jetzt nicht so wild. Aber das Level wird danach natürlich. Ich muss noch mal rein, dummerweise. Und dann ist es extremst hart. Secret Exit sehr schwer zu finden. Man muss den Schalter betätigen und hier warten, was man natürlich macht bei Mario. Mhm. Und muss jetzt wieder zurück. Der Hinweis waren diese Münzen und hier ist eine Pipe. Tolle Mechanik hier. Jetzt, denn ihr werdet sehen, wenn ich von links aus dem Screen gehe, komme ich rechts raus. Gab's aber auch schon. Gab's schon, ist jetzt nichts unbedingt Neues. Aber im Grunde das allererste Mario Bro, ne? Hat das auch gemacht. Ja, das ist die aber Musik von Mario. Genau. Das ist ein Easter Egg. Wow. Okay. Okay, ja. Okay. Es wird auch noch echt knifflig hier. Oh, das sind gute Ideen. Für ein Level. Also der Soundtrack ist großartig, der wird vor allem noch großartiger, wenn ich sterbe. Mein Chat beschwert sich, wenn ich nicht sterbe, denn wenn ich es flawless mache und durchkomme im One-Shot, dann hört man nicht die geilen Synthesizer-Sounds, die eigentlich noch kommen in der Musik, weil ich dann zu schnell durch bin. Du musst jetzt für uns nicht sterben. Jetzt kommt aber die größte Challenge, nämlich in die Pipe zu kommen.
Und das sieht, es ist halt super, das lief jetzt extrem gut. Sehr böse Falle, wenn man hier ins Ziel läuft, ist man tot. Ach nee. Ja doch, und man muss hier oben diesen versteckten Schlüssel finden. Ach komm, und ey. Und hier hinten der Schlüssel. Versteckter Schlüssel. Es ist total absurd. Das wäre das Zweite, was ich probiert hätte, ganz ehrlich. Natürlich. Ja, natürlich. Schalterpalast. Wer das gebaut hat, hat auf jeden Fall ein Problem. Ja, und dann ist das eigentliche Ziel, aber... Hier, sehr schöne Farbauswahl. Mhm. Gibt's aber eine kleine lustige Geschichte dazu. Barbaros King, der diesen Hack gebaut hat, hat eine Rot-Grün-Schwäche tatsächlich. Ah. Und hat gar kein Problem mit den Farben gehabt. Und der Chat hat gesagt, Barb, was machst du da? Das ist unglaublich hässlich und man kann überhaupt nicht hingucken. Jetzt an dem Bildschirm geht's tatsächlich noch. Bei mir zu Hause ist auch satter eingestellt, sag ich mal. Und da ist das Rot so ein wirklich so ein knalliges Rot. Und dann tut's ein bisschen weh in den Augen. So, Disco-Shell mal wieder. Nicht mein bester Freund. Die Musik kommt mir auch bekannt vor, mal wieder. Aber ich komme nicht drauf. Und fieser Troll vor dem Checkpoint. So. Okay, sind wir runtergefallen, aber es macht nichts. Fies auch, dass die Kugel immer wieder kommt nach dem Spawn. Und natürlich, wenn man zum ersten Mal spielt und den Checkpoint erreicht, dann brauchst du locker noch 500 Versuche, um durchzukommen und du wirst immer wieder hier von der Kugel getroffen. Ja, die Mucke ist großartig. Ich überlege auch gerade, mir fällt jetzt gerade auf. Wir schauen uns nachher mal eine Liste an. Ja, ne? Ja, ja. Das ist irgendein Sportspiel bestimmt, sowas wie Beach Spikers oder irgend so Windjammers. Das ist irgendein... Oh, yeah, let's go, girl. Ja, es hat was von Anime-Sport, ja. Welcome to Tennis World. Ja, irgendwie so, ne? Es ist eindeutig Sport. Ja, das stimmt tatsächlich. Das könnte wirklich sowas sein. Oh, Mann! Aber jetzt kommt die fiese Stelle im Level. Ach, das ist erst die fiese Stelle. Ja, das ist jetzt die fiese Stelle. Alter. Die jetzt kommt. Oh. Ich muss halt den Disco-Shell spawnen lassen, deshalb muss ich ein Stück nach rechts, Alter. Muss dann aber wieder auf den Mecha-Cooper. Das Wasser, das ist alles so. Aber es macht unglaublichen Spaß, das finde ich halt so toll an den Kaizo-Sachen, wenn man die spielt und spielt und man stirbt immer. Das ist natürlich frustrierend, aber wenn man es dann schafft, dann ist das so ein gutes Gefühl tatsächlich. Das ist ja das, was man auch von Dark Souls kennt. Man ist ganz lange an einer Stelle und irgendwann schafft man es dann. Das macht es ja eigentlich auch aus. Also das macht allein die Souls-Spiele und sowas auch aus. Dass man hier kriegt man aber auch wirklich Respekt, egal wen man es zeigt. Jeder kann nachvollziehen, wow, Alter, dass du das kannst. So. Das ist schon eine Sache, die kann wirklich nicht jeder. Die kann auch nicht jeder lernen, würde ich behaupten. Ja, also, auf jeden Fall. Also Dark Souls so zum Beispiel kann jeder lernen, kann jeder auch spielen. Sowas, da hat nicht jeder die Geduld für. Hier an der Stelle nochmal ein wunderbarer Troll, Entschuldigung, das ist halt cool. Komm nicht auf den Block. Der Raum ist unendlich lang und man muss hier ein bisschen Geduld haben, sag ich mal. Denn oben kommt ein Mecha-Cooper gleich runtergefallen. Es ist aber eigentlich so getimt, dass wenn ich jetzt komplett nach links laufen würde, da kommt er, und versuche komplett auf den Stein zu gehen. Man wird sehen, wie lang das Level jetzt ist. Wenn man das erste Mal macht, ohne den Mecha-Cooper natürlich, man wartet ja nicht darauf, dass der jetzt einfach vom Himmel kommt, dann kannst du nichts bewegt machen. Sich der Block gleich mit Lichtgeschwindigkeit wieder nach rechts und zerdrückt mich einfach an der rechten Seite. Und man hat überhaupt keine Ahnung, was man hier eigentlich machen soll, bis man dann beim zweiten Mal im besten Fall einfach ein bisschen geduldig ist. Und es wird immer schneller, der Block, und zerdrückt mich dann rechts an der Wand. Ja, lustig, aber frustriert am Anfang. Ja, aber schön. Ja. Immer wieder. Wenn man frohlustig. Ja, frohlustig. Da war aber wieder der Street of Rage. Geht nicht, aber es sollte klappen. Ne? Das muss doch passen. Da gibt es spezielle Zungenrunner, die können das. Das ist keine Orthographie. So, und das ist jetzt definitiv technisch, sag ich mal, von denen, was man hier leisten muss, eingabetechnisch, ist erstmal ein super langes Level und mit Sicherheit eines der schwersten. Also die Speedrunner sagen, dass das große Problem ist an dem Spiel. Dieses Level ist halt extrem. Ja. Ja, es gibt natürlich auch noch andere Probleme, aber das ist für alle ein großes Problem. Ist alles andere war okay, Gregor, aber da hört es auf. Das habe ich auch gleich gesehen. Hier wird der Schlussstrich gezogen. Das ist ein Mannschaft zu viel. Denn hier... Wow, wow. Und das war schlecht, denn jetzt ist der Wasserstand sehr hoch. Ich glaube, das wird nichts mehr. Das ist nämlich das große Problem. Wow. Du machst es doch gut. Wow. 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 Oh mein Gott. Das war knapp.
shit! Okay, es war wirklich knapp. Und man hat diesen Delfin gesehen. Und das Schlimmste an dem Delfin ist, dass er dich ja nicht tötet, wenn er dich berührt, sondern er hätte dich da oben auf diese Plattform getragen und dann wärst du einfach softlocked. Und das, was du hättest nichts mehr machen können, du könntest nicht sterben und musst dann die Zeit ablaufen. Oder du entscheidest dich, die Konsole auszumachen und musst dann die letzten Level wieder machen. Also sehr, sehr fies diese Stelle. Der Delfin bringt einen da oben dann in den Softlock und das passiert natürlich auch beim ersten Mal. Deswegen muss man extrem schnell in die Pipe. Aber jetzt kommt natürlich erst der wirklich fiese Part. Der zweite ist wirklich, der Wasserstand ist hier, Wasser, es ist kein Wasser, es ist irgendeine Sürge, aber ist essentiell einfach in dem Level. Raketen draußen. So, hier habe ich gestern herausgefunden, dass es sich lohnt, einmal auf dem Stein zu springen. Double-Shell-Jumps. Hier ist ein fieser Kaiserblock auf der rechten Seite. Mist, aber man hat noch. Das ist eigentlich die gedachte Strategie, tatsächlich. Ja. Aber wenn man extrem schnell ist, und das ist das, was ich gerade gesagt habe, wenn man auf dem Stein einmal noch zwischenhüpft, dann verändert sich der Wasserstand und dann kann man es schaffen, ohne die Shell reinzukommen. Ich muss ehrlich sagen, ich halte euch für völlig wahnsinnig. Ich meine, es ist wirklich, es ist nicht mehr, es ist nicht normal, dass Leute solche Sachen bauen und andere Leute Sachen spielen. Ja. Ihr seid da über, auf dem Level, ihr habt euch da irgendwie hochgepitcht, ne? Das hätte eigentlich nicht passieren sollen, dass solche Level existieren, wirklich. Ja gut, in Zeiten vor den Videospielen hat man Lederpeitschen dafür benutzt. Ja, ja oder sich gegenseitig einfach auf die Fresse gehauen. Das war wenigstens noch ehrlich. Wenn heute baust du so passiv-aggressiv, baust du jemandem so ein Kaizo-Mario-Level. In Wirklichkeit willst du aber einfach nur, du willst Leute verprügeln eigentlich. Oh. Krass, ja, ey. Hier sind wir jetzt im Mirkwood. Man sieht es, relativ giftig, dieser Wald. Und man sieht das erste Mal Giftpilze. Ich weiß gar nicht, ob es die im Original SMW gab. Nee. Im zweiten. Nee. Echt? Die gab es in Super Mario Bros. 2, aber danach nicht mehr im klassischen Sinne. Okay. Ja, die sollte man natürlich nicht einsammeln, wie man sich denken kann. So, der Checkpoint ist das große Problem hier. Boah, das sollte gehen. Und hier, ich kann es jetzt mal zeigen, da ist es nicht so schlimm. Ja, Kaizo-Block sehr fies unter dem Checkpoint. Den zeige ich jetzt auch mal, das wäre nur ein Sekündchen. Und den holt man sich natürlich am Anfang. Wow, jetzt kommt der Pilz, das gibt's doch nicht. Wo kommt denn der her? Hinter dem. Selbst wenn er sterben will, stirbt er vorher. Das gibt's doch nicht! Das ist. Das gibt's doch nicht! Sterben. Da ist er eigentlich. Ah. Also, wenn man so von links kommt und den Schwung mitnimmt, dann nimmt man den mit, den Kaizo-Block. Ja. Oh. Coole Musik hier, könnte man auch erraten. Das weiß ich auf Anhieb noch. Mir kommt es auch bekannt vor. Terranigma ist es nicht. Nee. Kleiner Baby Yoshi spielt hier das erste Mal eine Rolle. Er wird sterben. Cool. Er wird sterben, definitiv. Er wird sterben. Und ich muss ihm Giftpilze füttern. Ich könnte ihm auch einen normalen Pilz geben, dann wird er aber sofort groß und ich möchte ihn nicht jetzt schon groß haben, denn ich muss ihn ja noch mitnehmen. Mhm. Ich möchte ihn natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt erst groß haben, um ihn dann natürlich, wie man es kennt von Yoshi, kurz auszunutzen. Ja. Und deshalb muss ich ihm Giftpilze geben, denn bei dem fünften Giftpilz wird er erst groß. Ah! Ja, es ist, ich kann es mir einfach mal sagen, es ist Jurassic Park vom SNES. Ah, okay. Auch nicht der bekannteste Soundtrack, sage ich mal. Ne? Aber trotzdem kommt es mir bekannt vor. Ich habe das auch mal gespielt damals. Ja, ich habe es durchgespielt. 94, glaube ich. Ja, gut, das ist dann schon ein bisschen her. Bisschen her, ja. Ich weiß noch, das für die PlayStation war irgendwann super schwer. Das war so, als es rauskam, waren alle frustriert, weil es wirklich unfassbar schwer war. Ja, mehr weiß ich nicht. Ich hab's nie gespielt. Ja, kann ich mir vorstellen. Auf dem Super Nintendo war es ein echt nettes Top-Down-Action-Adventure. Ja, ja, ja. Mit Doom-artigen 3D-Leveln. Oh! Das ist. Ach, ja. Pilze. Man kennt es, ne? Die Giftpilze, die vom Himmel fallen. Ja. Schon wieder Sonntag. Hamburger Wetter halt. Ja. Achtung, Achtung. Ein Flugzeug mit Giftpilzen ist explodiert in der Atmosphäre. Lieber Yoshi. Spannen Sie die Regenschirme auf. Oh, das ist schlecht. Ja, ich glaube, ich bin wieder. Bist du früh gestorben? Ja. Yoshi! Gut. Aber das ist ein sehr kurzes Level, also es ist nach dem Yoshi auch nichts mehr. Zack. Ich finde eigentlich schade, dass es der rote Yoshi ist und wir seine Fähigkeit überhaupt nicht nutzen. Ich meine, er kann Feuer. Ja Feuer spucken, ja, und
Wir nutzen ihn gleich nur ganz kurz, um einmal abzuspringen. Das ist übrigens, glaube ich, auch alles weg in Mario Maker, ne? Mario Maker hat ja den roten Yoshi als Item. Ja, aber spuckt er da noch Feuer beim Essen? Ja, der rote Yoshi kann gar nicht mehr essen, sondern der spuckt nur Feuer. Nur Feuer, ne? Ja, da war irgendwas anderes auf jeden Fall. Da habe ich ja schon bei den Announcements gehofft, dass es vielleicht alle Yoshis gibt. Noch den blauen und den gelben. Das wäre vielleicht nochmal ganz cool. Muss ja auch irgendwas als DLC kaufen können. Natürlich. Jetzt komm schon. Pilz. Das ist der letzte Pilz. Oh. Er hat sehr kurz gelebt. Gerade so. Endlich erwachsen. Ja. Ja. Aber das ist man ja gewohnt von Yoshi. Meine Pubertät. Das ist lebende, die lebende Plattform. Tja. Der lebende Damage Boost. Ja. Ja. Gutes Level mit einem. Also, da werdet ihr den Soundtrack sofort kennen. Ich gehe aber allerdings jetzt relativ zügig raus. Yay! Ja, das erkennt man sehr schnell, ja. Ich gehe sehr schnell in den Secret Exit. Ich mache das Level gleich aber auch noch normal. Das muss ich machen für den Run. Und dann kann man den Soundtrack nochmal genießen. Das ist auch ein cooler Song. Und es ist ein fieses Level. Es ist halt extrem lang. Und hat am Ende eine fiese Stelle. Und das ist halt ein Problem. Wenn man da stirbt, verbraucht man einfach extrem viel Zeit, weil man das alles hier nochmal machen muss. Mist. Das kommt mir auch bekannt. Power Rangers? Ja. Nein. Nee. Das kann alles sein, F-Zero oder so. Es geht schon in die Richtung Helden, also Power Rangers war nicht so ganz weit weg. Oh, die Mucke ist halt großartig. Oh, ich kenn das. Ja, das NES. Nicht Proto Man. Nee. Wow. Die Hitbox ist so ein Traum von diesen Stacheln. Ich hab's vorhin schon mal gesagt, was ich technisch großartig finde, ist, dass die Musik nach einem Tod nicht aufhört, sondern dass sie weiterspielt und nicht ständig loopt und immer wieder von neu anfängt. Das kann ich nicht mehr retten. Ah, ich glaube, der despawnt jetzt. Ja, geht noch. Ja, vielleicht auch. Er springt halt. Eigentlich springt er, wenn er die Arme oben hat und ich springe. Soweit die Theorie, aber wie man sieht, ist das nicht immer richtig. Könntest du vielleicht jetzt springen? Danke. Denn der Block unter ihm ist weg und er darf nicht sterben. So geschickt. Oh, und jetzt kommt halt das richtige Problem an dem Level. Wir sehen wieder Disco-Shells und zwar ganz schlimm. Final Fight? Nee. Ich weiß es nicht. Es ist Batman. Batman. The Return of the Joker. Vom das ist Batman. NES, okay. Ich hab das. Aber das ist tatsächlich das größte Problem an dem Level, in die Tür zu kommen. Es gibt verschiedene Strategien. Also ich versuch's immer, das weit wie möglich rechts. Vielleicht geht noch ein, das ist jetzt ganz in Ordnung. Ah, okay. Das ging sogar jetzt gut, noch. Gut. Ja, jetzt haben wir auch einen Bossfight. Wieder ein Boo. Gute Sunsoft-Musik. Und auch hier gilt wieder, der eigentliche Boss hat keine Hitbox, also ist keine Gefahr, aber die boosten ihn herum. Ja. Und hier machen die Speedrunner eigentlich alle ihre eigene Strategie, ihren eigenen Weg. Und ich habe das für mich herausgefunden und das geht relativ konstant. Fies ist auch, ich darf halt nicht ansatzweise oben den Rand des Bildschirms berühren, denn da sind Stacheln. Ah. Sonst könnte man sehr viel cheesen, glaube ich, indem ich offscreen. Hier ist ein fieser Kaizo-Block. Wow. Und jetzt am Ende sind die halt auch noch gefährlich. Ja. Ah, okay. Ja, also die Stacheln fahren quasi mit dem Scroll mit. Hier hoch. Ja, damit man nicht die ganze Zeit offscreen irgendwie Zeit ohne Gefahr verbringt. So machen das clevere Leute. Ja. Ich auch. Ja, sehr gut. Ja. Hanzo. Das wird Ninja-mäßig, so viel kann ich schon mal sagen. Also das ist World Heroes Musik. Nein, gleich mal. Hanzo, ich weiß nicht. Das Hanzo und Fuma. Die beiden Ninja. Das könnte aber World Heroes sein. Weiß es gerade nicht. Nee, das ist doch nicht, aber es gibt so eine Art Track in World Heroes, doch. Dieses Sauna-Level. Das Besondere an. Wow. Das Besondere an dem Level ist, es sind 5 Räume. Und in den Räumen hat Mario immer eine andere Fähigkeit. Jetzt am Anfang noch nicht, aber ihr werdet sehen, er kriegt gleich spezielle Ninja-Fähigkeiten, sag ich mal. Das ist halt auch mega cool programmiert, dass es überhaupt möglich ist. Ah, der Doppel-Spike-Jump ist ganz, ganz ekelhaft vom Timing.
Ich glaube, das ist aus irgendeinem RPG für ein Super Nintendo oder so. Ach, was war es denn? Ich habe gestern im Stream gesagt, es ist Secret of Mana. Und dann haben alle gesagt, nee, das ist nicht. Nee, es klang wie die Festung. Ein bisschen, aber es ist es nicht. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es dann war. Es ist so ein bisschen dieser. Es könnte Terranigma oder Illusion of Time oder sowas sein. Das sind die beiden auch nicht, da kenne ich die Soundtracks. Ja. Okay. Oder ja. Nee, was war's? Ich weiß es nicht mehr. Asa. Kann das nicht auch Shinobi gewesen sein? Könnte auch sein. Also das hätte ich jetzt im Kopf gehabt. Ich sag mir jetzt Legend of Mystical Ninja. Ja, das ist es tatsächlich. Das ist es tatsächlich. Ja? Ja, ja. Mystical Ninja. Du hast recht. Wow. So, das war jetzt noch ohne Fähigkeiten. Jetzt hat Mario die Fähigkeit, auf Manschan und Spikes zu laufen. Das Brutale ist, auf Plattformen, die mich sonst nicht töten, kann er jetzt nicht mehr laufen. Also da dürfte ich nicht mehr draufstehen und auch da nicht. Ah, also ich muss die anderen Plattformen nehmen. Inverted. Ja, und fies ist auch hier, dass die Steuerung im Wasser invertiert ist. Und Schwimmen ist sowieso schon eklig, sag ich mal, aber... Boah, hier gibt's noch einen kleinen Troll, die Tür ist nicht echt und unten ist eine. Ja. Ja, in dem Raum geht's um absolut tightes Timing. Da kommt's auf Framejumps an, das wird man gleich sehen. Nämlich hier. Ah, und es wird noch schlimmer. Das ist zu früh. Ja. Ah. Und ich muss immer wieder diesen Anschwung nehmen, diesen Anlauf auf der Plattform, sonst habe ich halt keine Möglichkeit für einen Full Jump. Mhm. Aua. Oh. Und deshalb tänzel ich da auf der Plattform so herum. Ich kann also nicht einfach nur straight nach oben springen. Mist. Ah, da machen die Spin-Jumps tatsächlich Sinn. Oh. Also es ist extrem knapp. Ich werde nicht es ist extrem knapp. Und ich habe mich schon so häufig gefragt, ey, warum denn? Das passte doch eigentlich. Aber dann glitscht man irgendwie durch die Steine und es war dann doch eine Nanosekunde zu spät irgendwie. Ja, ist ein fieser Raum, technisch einfach schwierig. Ist aber auch extrem kurz. Also ich mag das Level sehr, weil es halt diese verschiedenen Räume hat, die dann zügig vorbei sind. Das sind so einzelne Challenges. Wow. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Nein, das kann doch nicht sein. Das kann halt wirklich nicht sein. Aber da rechts ist schon die Tür zu sehen, also ein Ende ist in Sicht. Tick zu früh. Alter. Eieiei. Ja, gut. Gleich habe ich es. Der nächste Raum ist ganz, ganz fantastisch. Weil da kriegen wir wirklich einen sehr coolen Skill dazu. Den wir leider auch nur in dem Level benutzen können. Nice. Denn jetzt können wir an diesen Netzen und wir können Walljumps. Das geht natürlich in Super Mario World eigentlich nicht, was ich sehr schade finde. Netze, ey. Das ist schon sehr gut. Das ist einfach, jetzt ist ein Ninja. Ja, ist mega cool. Das ist halt einfach mega kreativ umgesetzt. Na, das muss man aber einfach sagen. Und die Walljumps funktionieren technisch einfach auch großartig. Das sieht einfach gut aus. Fragt man sich schon, warum es das bisher nie gab in irgendeinem Mario. Besser als bei... Gibt's ja bei New Super Mario. Kannst du ja Walljumps? Ja. In den aktuellen Mario-Teilen sind Walljumps gang und gang. Ich hab die leider nicht so. Ja, das waren so Castle. Den dürftest du nicht mitnehmen, den Pilz.
Der Pilz, den sollte man nicht nehmen. Okay. Aber man kriegt nichts geschenkt. Das ist die goldene Regel. Da ist nicht einfach irgendwie ein Leben oder so. Das passiert nicht. Ich sage schon mal, das nächste Gimmick voraus sind Mario Double Jumps. Ja, das könnte sein. Mit dem Twirl, ja, wer weiß. Ja, und jetzt gehen wir wieder in Weathertop. Und da haben wir diesen geilen Castlevania-Soundtrack. Ey, ist halt großartig. Mhm. Ist halt auch ein super geiles Level-Design. Das sieht tatsächlich nach Geistern aus, einfach, finde ich. Super cool umgesetzt. Wir können auch nur hier auf Boost springen, das kann man eigentlich nicht. Ist denn jemals einer der Bauer bei Nintendo gelandet oder so? Nein, nein, nein. Ich glaube, die sind da auch nicht so die größten Fans von. Das ist übrigens ein Fake-Checkpoint da links und das ist der wirkliche. Problem ist, ich kann halt nicht einfach da drunter stehen. Ja, das ist fies, aber ich möchte ihn auf jeden Fall haben. Ach, ich kann nicht einfach unter dem Checkpoint stehen und springen, weil dann springe ich nicht hoch genug. Ich brauche halt diesen Schwung. Aber wir können die Mucke ein bisschen länger genießen. Die Mucke ist großartig. Die habe ich ganz lange gebraucht, um zu verstehen, wie es überhaupt weitergeht. Weil es wir kommen so darauf, dass der wieder nach oben kommt. Genau, und wenn du es nicht weißt, bist du tot, bevor du überhaupt siehst, dass er da wieder hochkommt. Und ich weiß nicht, eine halbe Stunde da gesessen und gefragt, wo soll ich denn jetzt weiter? Also du hast versucht, das komplett ohne irgendwelche Anweisungen und Hilfen zu gucken. Absolut, ja, das unbedingt. Ja, das macht gerade Spaß am Anfang. So, wenn ich weiß, wo die Trolle sind, irgendwie, dann ist es ja nur auch albern. Also doch. Also das ich war könnte klar. nicht, wenn ich eine Stunde lang an einem Level verzweifle, dann muss ich einfach gucken, wie es weitergeht. So. Respekt auf jeden Fall dafür, dass du so viel Geduld da hast. Du hast eine engelsgleiche Geduld. So, sieht man ja auch hier, wenn du dann zum 100. Mal irgendwo gegenrennst. Passiert, ist nicht so schlimm. Also du hast einfach du kannst richtig erdulden. Ja. Nein, das ist einfach mal ich bin nicht gestorben. Das ist unglaublich unwahrscheinlich, dass ich da gar nicht getroffen werde. Okay. You did it. Oh. Weil es sonst zu einfach wäre, ne? Oh. Ich nochmal Loch im Boden. Buher, besser gesagt. Ja, so einer wäre ja zu wenig. Ja, jetzt ist ja einer der schlimmsten Gegner, den hast du schon ja alle im Klassischen. Ja, genau, Fishing Boo und hier ist es jetzt Fishing Drybone. Eine fiese Stelle, denn ich muss nach links gucken, damit die Steine verschwinden. Natürlich. aber echt eine geile Stage. Ja, super. Die hat mir sehr gefallen. Das Einzige, was mir nicht gut gefällt, dass es hier keinen Checkpoint gibt. Ich finde, also hier hätte ein Checkpoint Sinn gemacht. Weil es ist. Bis dahin sehr lange dauert. Genau, ja. Also hier hätte ein Checkpoint deutlich Sinn gemacht. Und jetzt. Geil. Großartig, ey. Wollen wir auch mal ganz kurz. Wow. Ja, macht Spaß, die Stage. Ist super cool. Am Anfang natürlich siehst du vier Fishing Boos und du weißt überhaupt nicht, wie willst du da durchkommen und sagst, das ist unmöglich. Bis man dann so diese Muster rauskriegt. Umdrehen in die Röhre wieder rein. Finde ich schön, dass du auch noch sowas sagst, wie es ist unmöglich. Das fühlt sich alles sehr, sehr unmöglich auch am Anfang. Ne? Bis man dann versteht, okay, ich kann tatsächlich gut da durchrennen. Das passt dann irgendwie so. Ja, ab in den Himmel. Das Ding kennt man ja auch aus dem klassischen Mario World. Nicht ganz so fies, sag ich mal, eingebaut gewesen. Ja. Ist so ein kurzes Level, das eigentlich sehr gut bei mir funktioniert. Und tatsächlich, selbst als ich es blind gespielt habe, bin ich sehr, sehr selten gestorben, weil, ich glaube wirklich extrem wenig, weil man sich nicht fragt, wo es lang geht, wie es funktioniert, sondern es ist eigentlich alles relativ klar, was ich machen muss. Man muss halt nur schnell verstehen, was gerade passiert in dem Level. Aber ich habe einfach nicht viele Möglichkeiten. Da sind natürlich auch Kaizo-Blöcke. Wenn ich also auf die Idee kommen würde, über die Sachen rüber zu springen, würde das nicht funktionieren. Die Musik sagt mir leider gerade nichts. Nee, ich habe es auch leider nicht im Kopf gerade. Nein, da muss man halt nach unten klettern. Weil man sonst an den Mann knallt, wie man gesehen hat. Halt dich bitte fest, Klempner. Ach ja.
Aber wir sind immer noch sehr gut befreundet, Mario und ich. Das ist die Hauptsache. Die Regie hat es vermittelt, es ist aus Cybernator. Ja? Mhm. Nice. Wir haben Experten da. Danke, ja, liebe Regie. Beeindruckt. Und jetzt ist es hier wichtig, hier runter zu klettern. Auch ein fieser Alter. Checkpoint, hier ist nämlich keiner, der ist nämlich da. Alter, Bumsköpfe. Ja, den will man natürlich haben. Got enough sauce there, buddy. Aber es ist ein guter Checkpoint. Ja. Finde ich sehr cool, was auch immer da passiert ist mit der Stange. Hast du den Checkpoint auch richtig platziert? Ja, ja, passt schon. Das ist aber auch so ein klassischer Checkpoint, den man, wenn man wirklich auf PB grindet, gerne mal skippt, weil man da wirklich stehen bleiben muss und das richtige Timing haben muss. Weil das Level ist verhältnismäßig leicht, sag ich mal. Im Vergleich zu den anderen Leveln ist das relativ gut zu machen. Da kann man den Checkpoint weglassen. Wir brauchen dieses Seil da oben. Und jetzt können wir. Passt es doch. Jetzt bin ich froh, wenn wir hier durch sind. Ich kann das nicht mehr. Ich bin zu alt. Halt durch, Simon. Halt durch. So ich bin zu alt, um Kaizo Mario zuzugucken. Also, wenn wir irgendwann nicht mehr selber Let's Plays machen können, gucken wir anderen Leuten mal den Let's Plays zu. Und selbst das geht dann irgendwann nicht mal mehr. Es geht langsam Richtung Finale. So viel kann ich schon mal sagen. Nee, es geht mir nicht um Rente. Ja, ja. Das ist eigentliche Thema. So, wir sind hier. Das sollte nicht passieren. Jetzt sind wir hier im House of the Undying. Der Soundtrack, den könnt ihr nicht erkennen, denn der wurde tatsächlich extra für dieses Spiel gemacht. Der ist halt auch überragend. Und es gibt jemanden, der nennt sich Composer. Der macht im Internet halt viele 16-Bit-Songs. Und der hat diesen Song hier für dieses Spiel entwickelt. House of the Undying. Ist das eine Game of Thrones-Referenz? Ja, genau. Wow. Ich sehe es auch. Erst 5 Staffeln gut und danach wird scheiße. Jetzt kommt eine ganz ekelhafte Tür. Da hat man 3 Frames, da reinzukommen. Hat funktioniert. Denn der Boden, man hat oben den Cooper gesehen, der aktiviert den Schalter und dann verschwindet der Boden. Das ist ein sehr schnelles Level. Jetzt, da muss ich den Stein halt wieder fangen und nach rechts werfen. Ist auch ein Item, das ich gerne gesehen hätte in Mario Maker 2. Der Standardstein. Das ist auch so ein absoluter Klassiker. Der hier? Ja, der blaue Stein. Den gibt's nicht mehr. Schade. Okay. Ja, aber ich glaube, es gibt echt ein paar Elemente, die es zu komplex machen würden aus Nintendos Sicht. Weshalb sie die dann echt rausgelassen haben. Weil das sind wirklich die Dinge, die man auch sehr gut zweckentfremden kann für alles Mögliche. Ja, wer lang hätte. Alter, das war extrem gut. Das war sehr, sehr gut. Jetzt kommt ein netter Bossfight. Da gibt's auch große kein klassisches. Tür. Ja, da gibt's auch kein klassisches Muster. Das große Problem bei diesem Fight ist, wenn ihr darauf achtet, oben rechts die Zeit. Oh ja. Ich komme halt nicht an die Rhinos ohne den Stein. Ah. Die Zeit ist tatsächlich ein großes Problem. Ich meine, ohne Zeit wäre es, glaube ich, zu leicht, weil man sich einfach viel zu viel Zeit lassen könnte und immer nur bei jeder Fahrt von dem Stein einmal springen könnte. Mhm. Und der Druck einfach, man weiß, man hat den Zeitdruck, macht es natürlich noch mal schwerer. Dann will man manchmal einfach mehr und sagt, oh, den riskiere ich jetzt noch. Das geht sich relativ gut aus. 11 ist wirklich viel. Das ist gut. Ja. Das war gut. Es wird gleich noch einmal diesen Fight geben in schwerer. Da ist der Timer wirklich knapp. Das geht jetzt ja noch. Das war außergewöhnlich gut für meine Verhältnisse bei diesem Level, muss ich sagen. Ja, die letzten Level sind sehr gut gelaufen. Ja, es lief jetzt ganz gut, ja, tatsächlich. Ja, jetzt kommen wir zum allerlängsten Level mit Abstand. Dafür habe ich auch, glaube ich, 8 oder 9 Stunden im ersten Playthrough gebraucht. Dieses Level hat 4 Checkpoints. Und The Eerie. Ja, The Eerie. Und ja, hier geht's um ein Item, das viele Mario-Spieler hassen. Die Feder. Und ich sag mal, das Fliegen kann man natürlich relativ simpel machen, aber hier wird von einem, also wirklich jeder Flugskill verlangt, den man sich vorstellen kann in Mario. Das Crawl-Trigger. Oh nein, und natürlich währenddessen überall Spikes. Ah, es ist ganz, ganz schlimm. Also vor wenn man Mario normal erstmal spielt, casual, dann kennt man die ganzen Flugmechaniken gar nicht. Nein, fliegt einfach normal und landet irgendwo. Ich habe extrem viel Mario gespielt und kannte vor Grand Poo World nicht die Technik abzubremsen. Das ist, ja, ich sag ja, also es gibt so viel geile Mechaniken mit dem Flug. Das ist aber auch
schwerer, als es aussieht. Ich kann nicht einfach abbremsen, wann ich möchte und so weiter. Ich kann es nur machen, wenn ich nach oben fliege und so weiter. Oh, jetzt habe ich ein Problem, glaube ich. Oh, jetzt passt noch. Oh, fuck. Ah. Das ist, glaube ich, Final Fantasy 6. Nicht. Nicht ganz, aber Final Fantasy ist richtig. Ist es Final Fantasy 5? Genau. Clash of the Big Bridge. Ja, genau. Okay, das war's. Super geiler Soundtrack, oder? Das ist, ich finde den Song finde ich super. Ah! Der habe ich sogar in Spotify, weil der das, so cool das, ist. Das Intro eben, ne? Das ist schon sehr markant. Ja. Also wie gesagt, als ich das erste Mal gespielt habe, natürlich konnte ich Mario spielen und konnte auch mit dem Cape umgehen, aber ich habe hier neue Mechaniken gelernt. Und das ist ganz lustig, die Mechaniken sind in der Regel eigentlich alle auch im Vanilla Mario World zu machen. Mhm. Das hat man als Kind natürlich nicht gewusst. So wie krass man tatsächlich durch die Level eigentlich fliegen könnte. Wenn man es geschickt macht, müsste man überhaupt nicht mehr landen. Aber ich glaube, in SMW Speedruns wird das ja auch gemacht. Also da wird ja ganz viel mit dem Cape geskippt. Mhm. Außer bei All Exits. Ja. Da ein bisschen weniger. Also das Abbremsen, ich habe unglaublich lange gebraucht dafür, um das zu verstehen. Mhm. Das ist schon mal der schlimmste Part in dem Level. Jeder Level endet mit kollektivem Ausatmen. Das kann doch nicht gesund sein. Ey, auf jeden Fall Props an, ist eine Person oder mehrere, die das erstellt hat. Du meinst eine, ne? Eine. Es ist eine. Ich habe, wie gesagt, nochmal mit ihm geschrieben. Richtig es hieß, dass auch andere natürlich vielleicht mal eine Grafik gemacht haben oder so. Ne? Oder auch den Sound, wie gesagt. Der wurde aber gerade, ich meine, das Level-Design, die ist alles von einer Person. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Wie gesagt, 1000 Stunden off-stream. Off-stream, ja. Und also er wollte das ganz bewusst, ist ein ganz großer Streamer, bekannter, und wollte aber ganz bewusst nicht, dass jemand die Level vorher sieht. Im Voraus, ja. Ich meine, da wäre natürlich auch viel verloren gegangen, die ganzen Trolls, ne? Das war eines meiner coolsten Spielerfahrungen, muss ich sagen, überhaupt, dieses Spiel blind zu spielen. Das hat einfach nur Bock gemacht. Och. Ja, der Duckjump empfiehlt sich da einfach, weil ich einfach meine Hitbox verkleinere. Wie gesagt, das Level ist extrem lang. Ach, komm schon! Aber es hat auch fair gesetzte Checkpoints, also. Nichts ist fair in diesem Spiel. Und jetzt wieder den Duckjump, nicht? Das ist, ja, ansatzweise fair. Und auch hier sieht man wieder, ich muss auf der rechten Seite den Disco Shell treffen. Nein, das waren Tacken, das waren Pixel. Rechts ist dann auch schon der Zugang in den nächsten Raum. Und auch hier kann man wieder sagen, die Cape-Mechanik in Super Mario Maker 2 ist auch wieder extrem vereinfacht und lässt diese ganzen Tricks überhaupt nicht zu. Also da könnte ich im Prinzip nur immer dieses standardmäßige nach hinten drücken, um wieder Aufschwung zu bekommen, aber mehr kann man auch nicht machen mit dem Cape. Mhm. Okay, sehr gut. Jetzt verändert sich nochmal die Musik. Ich glaube, das ist auch wirklich einzigartig in diesem Level, weil es halt lang ist. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Und hier geht es jetzt, es ist ein vertikales Level und es geht ab nach oben. Vertikaler Abschnitt. Ist aber nicht mehr Final Fantasy. Weiß es gar nicht. Das kommt mir leider aus. Unbekannt vor. Oh, das war unnötig. Nein. Das war unnötig. Also ihr habt gesehen, den Schalter muss ich drücken, damit ich da rechts durchkomme. Und diese Mechanik, dass ich tatsächlich im Flug umdrehe, wie ich das da oben gemacht habe, die ist auch exklusiv für den Hack. Das geht im Original SMW nicht. Also ich kann nicht meine Flugrichtung ändern. Und das wurde hier so einprogrammiert, dass ich das mit einem Twirl, also mit einem Spin, in einer Spin-Eingabe kann ich meine Richtung ändern. Das sieht man jetzt hier. Das funktioniert eigentlich nicht. Nice. Jo. Und wieder ein Checkpoint. Der vorletzte Part. Fieser Platforming-Part. Extreme Kaizo-Blöcke.
Hier, ich zeige ihn jetzt, weil der ist wirklich extrem. Da musst du ja einen riesigen Bogen machen um den Block. So ein Arsch. Oh Mist. Ja. Ich hätte ihn gar nicht zeigen brauchen. Ja. Es passiert einfach ab und zu. Aber man hat gesehen, die Idee ist, mit ganz viel Schwung von rechts einfach einen großen Bogen nach links zu machen. Es ist eine Sache, die in Super Mario Maker 2 tatsächlich deutlich besser ist, mit dem Cape einfach runter zu droppen, wenn ich die B-Taste loslasse. Mhm. Das funktioniert da sehr gut. Das ist bei Mario World einfach extrem verzögert. Mhm. Also bis ich da mal falle, wenn ich die Taste loslasse. Oh, ja, der ist, den hätte ich, glaube ich, gar nicht. Der ist wirklich fies. Es hätte auch ein Block weiter unten gereicht, meiner Meinung nach, aber nein. Wäre dann zu leicht wahrscheinlich. Hm. So, hier ist eine ganz eine schöne Besonderheit, finde ich, in dem Level. Am Ende gibt es wieder so eine Pipe, wie wir es vorher schon mal gesehen haben, mit extrem vielen Sägen. Wenn ich da nicht getroffen werde, habe ich das Benefit, dass ich einen Checkpoint habe für den nächsten Part. Hm. Werde ich da getroffen, kann ich weiterspielen, ich habe nur keinen Checkpoint. Okay. Nicht hier. Nice, perfekt. Also jetzt habe ich den Checkpoint, denn jetzt komme ich da links dran, weil ich das Cape noch habe. Ah, okay. Wäre ich da getroffen worden, hätte ich die Feder wieder bekommen, okay? Aber ich hätte den Checkpoint nicht erreichen können. Okay, jetzt muss ich mir die Feder auch holen. Es wird knapp. Ah, es ist zu knapp. Ja. Und da sieht man die Schwierigkeit tatsächlich dabei, mit der Feder einfach ein Stück runterzufallen. Das Timing ist ganz, ganz komisch. Sonst wäre es kein großes Problem, auf dieser Statue zu landen. Ja. Das muss ich machen, denn ich muss unten mit einem Spinjump ankommen und ich kann nicht in der Luft meine Position von einem normalen Gleitflug zum Spinjump wechseln. Mhm. Das heißt, ich brauche eine Plattform. Das müsste passen. Das gleiche hier nochmal. Da muss ich in den normalen Sprung gehen. Ja, das geht auch. Nice. Das ist eigentlich jetzt durch das Level. Muss man genau auf dem Yoshi landen. Wie man es gewohnt ist, ist er nicht lang, unser Freund. Und hier, wie besagt, ist das Seil. Ah, okay. Und ja, da bin ich natürlich beim ersten Mal runtergefallen. Und man darf nicht vergessen, man ist ja nicht so wie jetzt 3 Stunden später in dem Level. Sondern wenn man das Spiel das erste Mal spielt, ist man eine Woche später in dem Level. So, da hat man diese Mechanik nicht mehr auf dem Schirm. Ich hätte sogar Angst, diese Orbs einzusammeln. Ja. Ich würde da sehr langsam rangehen. Darf ich jetzt? Oh Mann. Ja, jetzt kommen wir wirklich auf die finale Insel. Da oben sieht man es schon. Jetzt kommt die absolut geilste Mechanik in einem Mario-Spiel. Ja, tatsächlich, das stimmt. Wir sehen hier diese Uhrenblöcke. Wenn ich die betätige, sieht man, bleiben Plattform und Gegner für 2,5 Sekunden stehen. Mhm. Gab es natürlich auch niemals in einem Mario, was ich sehr schade finde, weil das ist großartig, wie man sieht. Kann ich alles anhalten und kann es natürlich dann ausnutzen. Du hast ja vorhin gesagt, aber ich kann es einfach nicht verstehen, warum das die Nintendo-Leute nicht geil finden sollten. Ich meine, ich kann mir nur vorstellen, dass sie empört sind, weil so ist das nicht gedacht und was macht ihr? Ich glaube, das ist es. Aber am Ende des Tages, Alter, da feiert jemand deine Erfindung so krass, dass die eigene Level bauen und sie machen sie sogar noch, wenn man mal ehrlich ist, besser als ihr. Ist das nicht einfach, freut man sich da nicht? Das kann ich mir kaum vorstellen. Es wird nicht wertgeschätzt. Ich glaube, da ist Nintendo einfach auch nochmal so ein bisschen eigenartig, was das angeht. Ja. Das kann immer nix, aber das kann ich zum Glück resetten, wenn ich merke, die Plattform ist nix. Ist auch sehr tief. Aber geht noch. Ich glaube, dass die eigentlichen Designer wahrscheinlich am wenigsten da zu melden haben. Von ja, das eh, klar. Ja. Nur ich glaube nicht, dass die nicht drüber reden. Ey, hast du das neue und der Level? Was, da bist du schon? So, ich kann mir schon vorstellen. Ich habe 4 Wochen dran gesessen, da springt er einfach dran vorbei. Ey, und die Mechanik klaue ich, die mit der Uhr fürs nächste. Ich habe jetzt schon ein Level gebaut zu Hause. Nein, das darfst du nicht. Du weißt doch, wir dürfen keine Ideen von den Clown. Von den bösen. Von den bösen Clown, da gibt's wieder nur Ärger. Wir sagen einfach, wir hatten die Idee schon vorher. Das ist eine geile Mechanik. Das ist gut. So wie letztes Mal. Und jetzt kommt der Endboss hier, nämlich diese Tür.
Ostia, das ist der fieseste Troll, den es überhaupt nur gibt. Da, no, für gewöhnlich würde man in das Ding springen. Wenn man das tut, ist man tot, denn hier unten ist kein Boden. Boah. Das Problem ist, hier ist Boden. Das heißt, man, das Ding ist hinten nur Hintergrund. Der eigentliche Checkpoint ist da. So ein Bullshit. Das ist geil. Ultra bösartig. Und jetzt haben wir nochmal das gleiche Konzept wie gerade. Ein bisschen schwieriger. Und hier ist der Timer wirklich knapp. Hier sind es auch, glaube ich, 30 oder 40 Sekunden. 35. Und die Uhrmechanik ist einfach großartig. Ja. Mann, das ist gut. Dass man jetzt zwei trifft, ist auf jeden Fall advanced. Das muss nicht sein. Da sieht man, der Timer läuft auch noch weiter runter. So gut. War jetzt noch viel Platz, ja, aber jetzt habe ich auch zweimal mit einem Stein zwei getroffen. Wenn du bei 0 Sekunden das geschafft hast, hättest du trotzdem noch verloren. Genau, ne? Ja, das reicht nicht. Genau. Es läuft, glaube ich, 3 oder 4 Zahlen noch weiter runter. Das sind ja auch keine echten Sekunden in Mario. Mega fies. Ja, The Thousand Halls. Das ist jetzt tatsächlich das letzte Level. Wir gehen jetzt erstmal hier ein Secret Exit nehmen und gehen gleich nochmal in das Level. Dann ist es das letzte Level und wir treffen hier auf Bowser. Ein fantastisches Level, denn da steckt unglaublich viel Arbeit drin. Es gibt immer wieder, kannst du dir einen Raum von 4 aussuchen. Es gibt verschiedene Challenges. Mhm. Und jeder Weg führt ins Ziel. Es gibt aber 5x4 Räume. Das heißt, das Level besteht aus 20 Räumen, die du dir frei wählen kannst. Und das finde ich extrem cool. Jeder Speedrunner hat so seine Route. Es gibt nicht die schnellste Route. Die Räume sind alle gleich groß. Die sind alle relativ gleich zu machen. Mhm. Aber es geht so ein bisschen um persönliche Präferenzen da wieder. Mhm. Mag ich irgendwie Spin-Jumps? Mag ich Shell-Jumps? Dann nehme ich die Route. Und jeder so, wie er meint. Das ist extrem geil. Und man hat halt die Auswahl an Räumen. Das sieht man jetzt. Erstmal, das erste Mal. Aber ich nehme jetzt den Secret Exit. Den Schlüssel kann ich dann immer für einen Raum nehmen, den ich spielen möchte. Hier ist der Secret Exit. Und das ist auch ganz cool. Hier in diesem Raum sieht man jetzt Grand Pooh Bear, den großen amerikanischen Mario-Spieler, dem das Spiel gewidmet ist. Der ist da hinten im Porträt. Ja. Das ist super cool. Habe ich gesagt, klar, nimm doch das Bild. Das ist, ich schätze mal auf die Mode, ne? Genau. Ja, jetzt kommen wir hier zu einem Level, das ist, da kann man viel zu erzählen. Es ist im Großen und Ganzen ist es ein riesiges Rätsel-Level. Moment, jetzt muss ich einmal konzentrieren. So, es ist ein unglaublich großes Rätsel, wo man Tage dran sitzt. Also da geht es darum, dieses Rätsel, du hast in verschiedenen Leveln hast du Hinweise, da musst du in den Editor von diesem Hack reingehen und findest da wieder Hinweise. Es ist unmöglich zu lösen, es ist extremst krass. Mhm. Und damit die Speedrunner die Möglichkeit haben, das Rätsel nicht zu lösen, gibt es eine Tastenkombination, die man drücken kann und dann spawnt diese Tür. Okay. Ja. Okay, okay, okay. Das ist auch gut so. Also das muss ich auch sagen, habe ich beim Blind Playthrough nicht gemacht. Das war zu krass. Da hätte man so viele verschiedene Sachen in einem Editor öffnen müssen und so weiter. Also es gibt aber immer Leute, die machen es für einen. Oder man genau, kann immer mindestens Grand Pooh Bear natürlich, dem das Spiel gewidmet ist. Ach so, er hat natürlich gesagt, natürlich, um Gottes Willen, du hast da 1000 Stunden dran gesessen. Das tue ich mir natürlich an. Aber auch der hat tagelang gebraucht, dieses Rätsel zu lösen. Und sonst kommt man nicht weiter. Und dann gab es halt ein Patch dafür, dass man hier diese Tastenkombination eingibt. Das sind 10 Tastenkombinationen, wo ich mich immer schwer tue, um ehrlich zu sein. Es sind einfach nur 10 Tasten, aber ich kann es mir nicht merken. Ja, jetzt haben wir den letzten Block betätigt und den letzten Block brauchen wir, um am Ende auch das Good Ending, das True Ending zu haben, um gegen Bowser zu kämpfen. Mhm. Jetzt gehen wir wieder in das Level, aber ohne Secret Exit. Also man hätte hier jetzt schon die Wahl gehabt, andere Räume zu machen. Ich nehme jetzt die Pipe. Weil hier, ich finde den Part relativ angenehm, nach rechts, um an den Schlüssel zu kommen. Und ich sag mal, meine Route ist auch sehr ungewöhnlich, aber es gibt auch wirklich nicht so die Speedrunner-Route. Mhm. Das ist ja schön, dass man das quasi bei jedem das ein bisschen dann anders aussieht, weil jeder so seine Favoriten hat. So, die Schlüssel sind immer das, was wir brauchen aus den Räumen, um dann in den nächsten zu kommen. Mhm. Hier in den Geisterraum gehe ich gerne. Aber da steckt natürlich extrem viel Arbeit drin, weil man eigentlich immer nur 25% des Levels sieht. Ja. Weil die anderen Räume, die anderen drei Räume jeweils, sieht man jetzt gar nicht. Und das Level ist extrem lang. Oh. Das war zu gierig. Funktioniert, aber ist nicht schlau. Offensichtlich. Könntest du jetzt alle oder kannst du nur deinen Weg? Also ich würde sie schon schaffen, aber ich würde sie nicht gut machen. Okay, ja. Oh, das ist echt crazy.
oder? Ja. Aber das ist auch Castlevania. Das ist. Das ist nicht Castlevania. Das ist Actraiser. Ja, Actraiser. Du hast recht. Ja. Ja, es gibt einen Actraiser-Track, der sich eben sehr nach Castlevania anhört. Jetzt verstehe ich, warum du es so furchtbar fandest, dass man im Drehen nichts mehr grapschen kann, weil das ist natürlich essentiell. Ja, okay. Absolut, und ich sehe einfach nicht den Sinn. Ich meine, es muss ja kein Casual-Spieler machen bei Super Mario Maker, aber warum nimmt man es raus? Also da vermutet man ja fast schon, also man will einfach diese ganzen Kaizo-Sachen nicht. Ich meine, es könnte doch einfach drin sein. Bei Mario Maker 1 gab es das ja auch. Mhm. Ja, du hast schon recht, ne? Man kann schon wirklich denken, die machen das bewusst, aber... Ja. Ich glaube, sie haben einfach eine andere Philosophie als Kaizo Mario. So. Dass er den Schlüssel droppt, ist eine Technik, ich verstehe es, um ehrlich zu sein, nicht? No, ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, die auch Mario-ROM-Hacks machen. Und ich weiß nicht, warum manchmal bei diesem Damage-Boost der Schlüssel gedroppt wird von Mario. Und ich konnte auch keine Erklärung bekommen. Mhm. Ich würde gerne eine Erklärung für den Hintergrund hier in diesem Level haben. Was sind diese Delfine auf den Stelzen, wenn die da... Also warum sind die... Es gibt sicher... Das sind wahrscheinlich nur Statuen. Ja. Warum ist Delfine? An der Decke? Ja. Die runterkommen? Na gut, okay. Vielleicht bewegen sich nicht die Statuen, sondern der Rest des Levels, dass sie für uns nur statisch aus. Siehst du, ich glaube nämlich, da steckt was Tieferes dahinter, was wir nur nicht verstehen. Die sind alle tot. So, das ist doch traurig. Na, jetzt hält er den Schlüssel. Ja, also ich weiß es tatsächlich nicht. Und viele andere, die auch programmieren Hacks, haben auch keine Erklärung dafür, warum das manchmal passiert. Jetzt nehme ich hier den Wasserraum und man sieht wieder, ich hätte auch noch drei andere Räume nehmen können. Die alle komplett unterschiedlich sind. Mhm. Aber tatsächlich auch so gut programmiert, dass du keine großen Zeitunterschiede hast. Also die sind alle relativ gleich lang. Ja, das war die Musik verändert sich ja auch. Ja, ja. Wenn du schon so viele kleine Abschnitte hast, kannst du auch jeden einzelnen Theme mit der Musik. Ist einfach die Route, die am besten klingt. So Sahne, wenn es dann auch mal läuft. Ne? Einfach nur zugucken muss. Schlimm ist ein bisschen für uns als Zuschauer, nachdem wir so mitgenommen wurden am Anfang. Das ist jetzt so? Ja, so erwarte ich das. Ja, ja, genau. Man gewöhnt sich schnell dran, ne? Mittlerweile ist man wirklich. Ja. Ja. Wie, du hast den Dreifachsprung nicht geschafft. Naja. Das ist zu spät, das ist Respawn. Casual. Ja, das, das war auch zu spät. Das ist genau so ein Skytree. Das kennt man immer wieder mal aus Mario-Leveln tatsächlich, dieses Konzept, die Vine muss nach oben und ich muss die Blöcke freiräumen, damit die Vine wachsen kann. Ich muss mich beeilen. Ich race gegen sie und mache ihr jetzt hier den Weg frei, weil sonst würde sie da stehen bleiben. Ja. Mist. Ja, okay, dann muss ich mich sterben lassen. Ein Ausrutscher, man ist zu langsam. Ja, natürlich, das ist halt. Das ist Kaizo, du darfst keinen Fehler machen. Dann klappt's nicht. Oh. Ah. So close. Und das ist tatsächlich der letzte Raum, den ich jetzt zur Wahl habe. Dann gibt's noch den finalen Raum, der ist immer gleich. Und dann kommt der Bowser-Fight. Und der Bowser-Fight. Da bin ich gespannt. Ist, ja. Kann schnell gehen, kann aber auch wirklich dauern. Es wurde auch extra ein Hack gemacht für den Bowser-Fight, wo es nur um den Bowser-Fight geht. Also du startest den Hack und du hast einen oben Counter, wie viele Hits du gemacht hast und so weiter. Wie auch ein böser Troll hier oben, wenn man jetzt zu schnell hochgeht, kommt dieser Panzer. Ja, das ist jetzt der letzte Raum. Das ist ein ganz schlimmer Trick. Okay, muss mit dem. Shelljump und vorher aufheben, Alter. Den Stein da wegmachen. Ja. Holy shit. Ups. Das ist der letzte Raum, den kann man sich auch nicht frei auswählen. Der ist halt fies und den muss jeder machen, egal welche Route man macht. Es ist auch zu früh. Zacken zu früh abgeschnitten. Ja. Und der Sprung, der halt auch so aussieht, als macht man ihn mal eben, ich habe eine Stunde daran gesessen. Dass du überhaupt mal verstehst, wie genau soll ich das machen? Und dann musst du halt das Timing rauskriegen. Mist. Ja, du bist aber auch verrückt und versuchst das alles selber rauszufinden. Ja, manchmal, also gerade bei dem Spiel hat es mir extrem Spaß gemacht. Ja, aber ich gucke mir auch gerne mal Strategien an. Also das ist jetzt nicht...
Das gibt's nicht, dass wir runterfallen. Das ist unglaublich. Ah, das war zu früh. Das gibt's nicht. Scheiß, scheiß Part. Oh. Das war's. Das war das letzte Level. Wir haben noch den dummen Fisch noch kommen. Ja, ja, natürlich. Das ist so ein Markenzeichen von Barb. Immer, immer. Kein einziges Mal, dass die einmal durchschnaufen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Hier in Bowser's Dungeon. Ja, jetzt gibt's nur noch den Bowser-Fight. Und der ist einfach geil. Man hat noch einen kleinen Weg. Jetzt könnte man hier irgendwie... Man muss ein bisschen laufen. Also auch sehr gut versteckt, sag ich mal. Das macht man jetzt ja auch nicht für gewöhnlich durch die Wand springen. Aber auch da gibt es ganz viele Hinweise in diesem Rätsel drauf. Mhm. Das habe ich jetzt einfach geskippt. Und hier sieht man jetzt, warum ich die Peace Palace gemacht habe. Sonst komme ich nicht zu Bowser. Ja, hier gibt es nochmal einen Pilz. Den sollte man auch mitnehmen. Und dann sind wir beim Bowser-Fight. 8 Hits braucht Bowser. Er hat ganz viele verschiedene Angriffe, also wirklich ein großes Repertoire. Und die Reihenfolge der Angriffe oder die Muster ist komplett zufällig. Also der Boss ist immer anders. Man muss reagieren auf den Boss. Auch die Schüsse sind nicht immer an derselben Stelle, also... Oh, das ist Geese Howard-Musik. Ja? Ja, Geese Howard ist Mist. Der beste Bösewicht in Fighting Game History. Meiner Meinung nach. Predictable. Predictable. Das Besondere an dem Bowser-Fight ist, je häufiger ich ihn treffe, er verändert seine Farbe. Man sieht es jetzt, ist er nicht mehr so sattgrün. Er kriegt halt neue Skills dazu. Oh. Oh, die Musik ist so geil. Boah. Rapuken macht er. Jetzt Eisphysics. Oh shit. Oh, das war dumm. Na, ich glaube, es waren 7 tatsächlich. Ich wollte nicht mitzählen. Ich wollte nicht mitzählen. Ja. Das ist der Bowser-Fight. Und das ist Stufe 1 noch, ne? Nö, also ja, bei 8 Hits wäre es das gewesen. Okay. Das, oh. Ja, es war... Ja, es ist immer fies, wenn er in der Mitte mit seinem Panzer da anspricht. Ja, dann hört er... Arschloch, es ey. Ist halt wirklich ein Arsch, in der Tat. So, dieses frühe Pilz verlieren, habe ich am Anfang den Fehler gemacht und gesagt, nee, jetzt bin ich klein, ich mache einen Restart. Mhm. Es hat aber auch... Vorteile, klein zu sein. Ach, der Hammer. Der Hammer. Ihr habt ihn leider gar nicht gesehen. Der Hammer ist unglaublich schnell. Also, wenn er den schmeißt, muss man extrem schnell reagieren, um darüber zu springen. Er schmeißt den Hammer extrem schnell. Ich finde es aber, ich weiß, dass sehr, sehr viel Arbeit in diesem Boss steckt, weil es halt alles so random ist und er die Muster, es gibt kein Muster. Natürlich macht er die Moves immer gleich, so, das schon. Ne? Er macht halt immer diese Zweiersprung hier bei dem Stampfer und so weiter. Aber Position und Timing, tot. Ja, das ist immer anders. Und nur selten, also selbst im Weltrekord, ich glaube, im aktuellen Weltrekord ist es ein First Try, der Bowser, aber das ist auch wirklich nicht die Regel, sag ich mal. Man braucht ein bisschen Glück. Die Muster oder die Abläufe müssen ein bisschen für einen sein. Das ist natürlich ein Bait. Er schmeißt den Panzer. Double Rapuken. Oh ja, ist der Hammer, der ist halt extrem schnell. Der kommt zurück, ey. Das ist halt, die 5er Wall ist halt, ja genau, das ist das Problem. Das ist so ein RNG-Ding, wenn die erste Wand ein 5er Block hoch ist, dann ist es fast unmöglich, da drauf zu springen. Boah, und, wie gemein. Ja, das ist halt, das finde ich ein bisschen schade. Weil mit ganz viel Pech ist es eigentlich auch nicht zu schaffen. So, 1 jetzt aber. Oh, diese Schüsse. Okay. Eis ist halt auch unangenehm. Gut, dass nein. Durch oh. Das war sehr gut. Nein, noch ein. Holy shit.
Oh Gott! Nein! Nein! Warum habe ich ihn nach rechts geworfen? Ah! Oh nein! Es war der letzte Versuch. Es ist sehr schade. Ja, hallo Bowser. Seine fieste Fähigkeit haben wir aber auch noch nicht gesehen. Vielleicht sollte das so sein. Da lässt er nämlich ganz viele Flammen spawnen. Haben wir leider noch nicht gesehen. Vielleicht macht er sie gleich. Mist, es war aber schon mal knapp. So, drei. Man sieht, man kann Glück haben, ne? Wenn er häufig die Shell schmeißt, in einem guten Moment. Da kommt der Hammer. Na, gedacht. Wow, das ist unnötig. Hä? Das ist sehr unnötig, da getroffen zu werden. Fünf und fünf. Wie gesagt, acht Hits braucht er. Ah, dieser Da haben wir einfach raus. Und man kann natürlich sich auch nicht ducken, das wäre wieder zu leicht. Ne? Es ist nach Bowser noch nicht ganz vorbei. Es gibt noch einen kleinen Easter Egg, aber das ist eigentlich nur. Es ist halt ein Bait. Der schmeißt das Ding, du springst auf den Panzer und dann springt er dich sofort an. Also wie gesagt, es ist gar nicht so schlimm, am Anfang den Pilz zu verlieren. Mhm. Mist. Da versuche ich dann den Panzer zu retten, damit ich noch einen Schuss mehr habe. Oh. Oh. Nein, Mist. Ah, da sind schön. Ah, das ist ganz drei Schüsse sind verschwunden einfach. Oh, das kann er auch langsam oder schnell machen. Manchmal ist die Lücke groß und manchmal langsam. Das ist halt, ja, der Bossfight ist auch großartig. Ja. Der ist so cool. Und wie gesagt, es gibt einen Hack, da geht's nur um diesen Bossfight und der hat einen Hit-Counter. Und da racen die Leute so ein bisschen dagegen. Wer macht die meisten Hits bei Bowser? Ist halt so cool. Ich mag auch das Bowser-Sprite. Das ist ja aus SMB3, aus Super Mario Brothers 3, aber in 16-Bit. Das ist super cool. All-Stars, oder nicht? Stimmt, und All-Stars gab's das tatsächlich. Ja, du hast recht. Ah, jetzt hat man gesehen, da ist die Verzögerung größer bei dem Feuer. Ah, das ist schlecht. Ja, oh. Mann, diese Wände. Ich hab's aber, ich spür's. Zwei, drei Versuche und dann ist da RIP. Wir aber auch. Ja, das war die letzte Folge von Speedrandale. So, Bums, einmal. Ach, das gibt's nicht, Mist. Nice. Oh. Er hat keine Invincible Frames, wie man vielleicht vermuten würde nach einem Treffer oder so. Also ich könnte super schnell zwei Hits machen, wenn ich das möchte. Ach ja, ich hatte keinen Platz und ich konnte nicht nach ganz links gehen, weil er immer nach seinem Move in eine Ecke springt. Und wenn er dann nach links gesprungen wäre, wäre es auch nicht gut gewesen. So, jetzt kommt Bowser. Das war schon mal ein schöner Anfang. Das ist natürlich das Beste, wenn ich den Grab-Jump mache, also im gleichen Frame greife und springe. Wow, das ist super, es sind fünf, das ist jetzt glaube ich schon der sechste, wenn er denn gleich ankommt. Sechs. Ui, das Feuer aus der Luft ist auch. Na, warum? Was? Jetzt ist das Ding da im Feuer, seht ihr das? Der Panzer liegt im Feuer. Okay, man kann halt auch ein bisschen Pech haben. Aber jetzt ist er tot. Du hast ihn jetzt. Jetzt habe ich ihn. Jetzt hast du ihn. So. Oh. Ui, das ist sehr praktisch. Naja, aber. Wow! Wow! Wow. Das sind sechs, glaube ich schon. Sieben. Holy Alter, shit. Da ist sie. Ja, das ist halt super kacke. Vor allem, wenn du groß bist, dann. Oh. Ah. Es waren noch sieben und ich war groß. Oh. Es soll nicht sein. Es soll nicht sein. Ist doch alles nicht. Ja, die anderen Bowser in normalen Mario-Spielen sind in der Regel leichter.
Der ist ja im Prinzip bei keinem Spiel eine große Herausforderung. Da ist der Bowser-Fight ja immer irgendwie sehr lachhaft. Deswegen finde ich es umso besser, dass hier wirklich mal ein knackiger Bowser-Fight existiert. Ach, im normalen Kaizo-Mario fand ich es auch schon ziemlich knackig. Ja, natürlich, in den Kaizo-Sachen, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja. Ich sag mal, in den Standard-Mario-Spielen ist Bowser ja immer... Ich dachte, du meinst jetzt die Kaizo-Dinge. Nein, um Gottes Willen. Da gibt es auch einen ganz fiesen Bowser-Fight. Mhm. Mist, dieser Grab ist halt... Oh, es ist zu viel los einfach. Das Feuer. Es kommt halt genau da, wo es nicht sein sollte. Und bei diesem Run, ihr könnt es euch nicht vorstellen, es kann super laufen. Du hast überall Gold, ja, du bist minus grün und du bist in 20 Minuten im Minus. Und dann kommt aber noch der Bowser. So, es kann halt alles zerstören. Machst du den Bowser im First Try, dann ist es sehr sicher, dass du einen fetten Timesave hast. Mhm. Also. Und in meiner PB, das ist so fies, weiß ich, es ist der One-Shot. Und das weißt du natürlich, wenn du schon vorher auf die Zeit guckst. Du weißt, okay, gleich kommt noch der Bowser, ich bin jetzt so und so viel im Plus. Und in meiner PB war der Bowser One-Shot, dann hast du da Druck. Mhm. Oh, gut. Fuck, ich glaube, es waren aber 7. Warum auf diesem Feuer? Oh, das läuft halt nicht. Das tut mir leid, das läuft halt wirklich. Du kriegst es hin. Warum denn? Ich bin groß mit 7 Hits. Um Gottes Willen. So, jetzt, das ist es. Ja, das ist schon eine schlechte Voraussetzung, wenn in der Mitte. Ja, genau. Wow. Ach. Uiuiui. Ja, es geht, aber es ist sehr schwer. Wow. Und das ist fast die fieseste Attacke, weil... Ja. Oh nein! Bowser, bitte einfach rippen, bitte jetzt. Bowser. Ich meine, nein, nicht Bowser. Diese Arschkrampe, ey. Ja. Da ist jetzt in der Tat die Frage, soll man sich da jetzt nicht sterben lassen, aber... Okay, das sollte so sein. Neuer Versuch. Gut, dass da ein Pilz ist, auch das natürlich jetzt nicht sehr offensichtlich. Ja. So, jetzt. Wie man sieht, man sollte nicht stehen bleiben, wenn er den Stampfer macht. Dann bin ich nämlich kurz am Boden festgenagelt. Ich glaube, in diesem Spiel sollte man niemals stehen bleiben. Stimmt. Das ist halt auch fies, dass er so früh jetzt schon losspringt. Also. Ja. Alter, die Felsen. Oh! Dann kommt die Flamme genau da! Warum spawnt sie genau da? Es war doch wieder 7, glaube ich. Das ist die verflixte 7, also das kann doch jetzt nicht wahr sein. Dann kommt die Flamme, die kann überall random spawnen, aber sie spawnt natürlich da. Oh. Die Mucke nervt halt aber auch nie, ne? Das ist super. Okay, 4. Ja, das ist groß, super scheiße. Oh, nice. Nein. Oh. Ja, Mann, nein! Das gibt's nicht! Es tut mir so leid. Eigentlich könnte man ihn schneller schaffen. Oh, oh Gott, ich habe die Estimate sogar überschritten, aber das geht. Danach ist das Spiel vorbei.
Ich habe gehört, es kommt nur ein Easter Egg vor. Es kommt ein kleiner. Du weißt, dass das bei Kai so war. Nein, der geht wirklich. Alles nochmal spielen mit weniger Springen. So, jetzt aber. Jetzt ist, na, der Druck ist da. Oh. Das ist wie bei Super Guns N' Roses, der zweite Run, nur die Sprungtaste funktioniert jedes zweite Mal. Genau, müsste man double tappen. Wir würden Kai so Mario noch härter machen. Ich könnte es volle Pulle härter machen, ja. Ich habe da ein paar Ideen. Ja, die Felsen sind wirklich das, was ich mit am nervigsten finde, muss ich sagen. Diese Stampfattacke mit den Felsen ist einfach... Feuer plus Feuer. Oh, fick. Und wenn dann noch dieser Wind kommt, der Wind ist halt erst... Oh, ja, komm! Ja, das ist doch nicht dein Ernst! Weggebrannt. Das ist doch nicht dein Ernst! Dieses Feuer, dieser Wind bei dem Feuer kommt auch erst nach dem fünften Hit. Am Anfang fallen die noch gerade runter, dann ist es noch machbar. Aber wenn die dann so noch zur Seite gehen, dann ist es halt groß auf jeden Fall nicht mehr zu schaffen. Nö. Wird verschenkt. Nee. Alles gut, das ist es. Man muss ja dran glauben. Oh, du. No. Doch, das gibt's. Hätte ich diesen Schlag. Es ist aber auch wirklich jetzt so knapp. Es waren jetzt so. Er ist auch gerade so unfair. Jedes Mal, wenn du ihn kurz hast, dann macht er unfaire Scheiße. Ja, es ist aber wirklich jetzt drei oder viermal schon so knapp vor dem Tod gewesen. Oh. Ja, ja. Der hat gleich keinen Bock mehr, das weiß ich. Der hat gleich keinen Bock mehr. Dann gibt er auf. Nee, das sind meine Schwingungen, die du mitkriegst. So, jetzt aber. Ja, ja, das ist gut. Das sind, glaube ich, drei schon. Oder sogar vier. Problem ist, der Pilz hilft natürlich... So fies. Nicht, wenn ich zerquetscht werde, ne? Oh. Ein noch. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt so häufig 7 habe. Das ist grauenhaft. Aber es tut mir leid. Ihr fallt gleich so leid und ich bin einfach. Ich bin erschöpft. Also theoretisch kann man ihn schneller machen. Aber man sieht, dass es halt auch ein bisschen knifflig ist. Ich überlebe die Gamescom nicht. So das ist unnötig. Doch, die Gamescom. Die sind großartig. Ich habe keine Karten mehr. Ich auch nicht. Haltet durch, Leute. Ja. Na, das ist Komm, ey! Wieder halt einfach da. Genau da! Es ist halt wirklich kein Platz da gewesen. Ja. Und das ist so schön. Die Leute, die diesen Hack tausende von Stunden gespielt haben, die einen Weltrekord haben, die schaffen den Bowser halt auch nicht immer beim ersten Mal. Es ist halt... Okay, 6 sind's, glaube ich. Das ist so ein Bait, dass er sofort dann springt. Oh, Mann! Ein bisschen traurig ist es. Ja, ja, das ist es. Das ist ein guter Start. Verstehen. Ja. Wow. Nein! Nein, es soll einfach nicht sein. Glück ist heute bei mir nicht mit dabei. Oh. Okay, okay. Ich weiß, oh, um Gottes Willen, 52, ja gut.
Gregor, nächstes Mal holen wir uns aber einen richtigen Speedrunner, oder? Ja, das ist bösartig. Nächstes Mal lassen wir auch mit eingeschaltetem Fernseher spielen. Ja, mit dem Lenkrad ist auch einfach nicht so leicht. Ich mir für nächstes Kaiser mache mit der Dreamcast-Angel. Ja. Da fahre ich schon mal King of Fighters. Soll aber ganz schön cool sein, ne, die Angel. Ja, wenn nur solche Spiele wie... Na, die hat immerhin Buttons. Ja. Oh, okay. Das ist ja schon mal toll. Gut, Soul Calibur können wir auch mit einer Banane spielen, aber... Ja, das kannst du vergessen, wenn du groß bist. Scheiß Move. Wie wär's mal wieder mit irgendwas zum Schießen? Spiel. Ja. Pff, Alter. Und das war jetzt der Fehler, wetten? Noch ein, noch ein, noch ein. Noch ein. Das ist es jetzt! Das muss es sein! Come on! Do it! Ich weiß nicht, warum das get nicht soll. Da muss irgendeiner muss da irgendwie in der Konsole sitzen. Das kann nicht richtig sein. Okay. Okay. Ja, mach es. Das war jetzt knapp. Okay, ein verschenkt, macht nichts. Ah, nee. Fünfer. Ist nicht so schlimm. Das sind zwei Hits im besten Fall. Mist. Oh mein Gott, warum? Ich muss das jetzt hinkriegen. Ja. Das ist eine schlechte Position, wenn er damit da startet. Ja, weil ich nicht weiß, wo er dann aufhört. Dass ich ihn getroffen habe, war einfach da blöd. Ja, ja. Ich muss kurz einen nachfolgenden Termin verschieben. Kretschmer-Timefeld. Also ich sag mal maximal noch 5 Minuten. Ich hab's im Urin. Um Gottes Willen, das tut mir sehr leid. Ich schreibe, der Speedrunner braucht so lange. Ich mache nur ein Foto. Boah, wie bösartig. Ja gut, aber damit kann ich leben. Komm schon, okay, jetzt ich, ja, das ist wirklich jetzt zu lang. Das ist jetzt wirklich zu lang. So, so. Fokus. Fokus-Mode. So. 3. Oh, das ist sehr gut. 4. 5. Okay, das ist jetzt aber super luck. Oh, wie der anfängt, mega fies zu werden. Oh Mann. Okay. Okay, da ist noch locker doch drin. Es sieht dann manchmal so gut aus und dann hast du 6 Hits und hast noch den Pilz. Das hilft irgendwie nicht. Weil der einfach immer fieser wird. Was war das? Das war ein komischer Tanz auf der Säule. Ja. 4. Gut. 5. 6. Zwei Fünfer. Ein Hit noch, komm. Ja! 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 So. Oh, holy shit! You did it! Oh. Easter Egg oder was oh, ist das? Oh, Easter Egg, das ist cool. Das ist super kurz. Cool. Das okay. Ist sehr schön. Die Musik von Metroid ist ein Escape. Ich komme, ich schaff's jetzt, ich komme, er hat's geschafft endlich. Aber cooler Soundtrack natürlich, Metroid hier, der Escape-Part ist natürlich super legendär. Super Metroid. Mhm.
ist ganz kurz. Ah, okay. Aber ja! Das ist aber der Boss. Nein, nein, nein. Das ist leider. Boah, das wäre brutal. Das wär jetzt der Boss nochmal wäre unnormal. Also, es ist sehr. Es ist relativ simpler Part hier. Also, da braucht ihr jetzt keine Angst haben. Gibt's hier auch Safety Animals? Genau, absolut, genau. Echt? Ja, ich könnte jetzt. Es gibt am Ende gibt's halt einen Yoshi. Und je nachdem, ob man Yoshi mag oder nicht. Nee, lass ihn sterben. Fucking kill him! Ja? Dann lassen wir ihn einfach sterben. Always save the frames. Was hat er euch getan? Always save the frames ist gut. Hat nichts mit Frames zu tun. Töte ihn einfach. Scheiße, das geht auch nicht. Okay, aber da oben ist das Ziel. Das ist nur noch Kür eigentlich. Ich weiß, von was ich heute träumen werde. Von Bowser oder von dieser Musik oder von diesem Spiel? Oder? Nein, von immer ewigem Schlaf. Kein Bowser-Terror mehr. Boing, boing, boing. Müssen wir mal deine WhatsApp updaten, Simon? Nein. RIP Yoshi? Ja, komm, lassen wir ihn rippen. Fuck Yoshi. Das war's. Time übrigens. Okay, aber ich glaube, es war tatsächlich der schlechteste Run meines Lebens, aber das macht ja nichts. Aber er war fantastisch. Er war unterhaltsam. Also, mega unterhaltsam. Sehr, sehr spannend. Unter zwei Stunden noch. Und immerhin. Ja. Wir alle haben unsere Termine verpasst. Das tut mir so leid. Das ist geil. Ey, das war's wert. Das war's wirklich wert. Boah, jetzt habe ich auch geschwitzt. Also das Ende war jetzt echt ein bisschen lang. Ja, das Geile ist, dass du noch angekündigt hast. Und dann, dass du es beim ersten Mal eigentlich schon fast geschafft hast. Ja, ey, da waren noch eine halbe Stunde. Ja. Ja. Alter. Alter. Beim zweiten Take oder beim I'm mad you beat this. Ja. Wie viele von solchen Runs schaffst du am Tag, theoretisch. Ja, ich mache nur so zwei oder drei. Dann ist auch die Luft raus. Nur zwei oder nur so zwei. Aber ich sag mal, in der Regel geht's ja auch. Ein schlechter One dauert 1 Stunde 10 zu Hause. Das muss man auch mal sagen. Das ist schon ein Unterschied jetzt. Wenn er so lange dauern würde, würde ich es nicht dreimal hintereinander machen. Das war jetzt eine wirklich schlechte Zeit, aber das ist egal. Es ging darum, das Spiel zu zeigen. Das ist egal. Du hast, finde ich, super Leistung gezeigt. Also, das ist nicht das Problem. Ja, wir haben wunderbar gesehen, woran es scheitern kann. Genau, wir weisen gerne nochmal darauf hin. Du streamst natürlich auch sehr regelmäßig auf Twitch. Ja. Da können wir es gerne dann auch nochmal einblenden. Unten gerade noch Mario Maker 2 sehr viel. Ja. Und auch Grand Pooh World. Und auch Grand Pooh World. Und die nächsten Hacks, die so kommen. Es gibt schon Grand Pooh World 3, was in der Mache ist. Holy shit. Da ist natürlich interessant, wenn ein neuer Hack kommt, da von Anfang an mitzumachen und dann auch international irgendwie ein bisschen Konkurrenz zu haben. Komm gerne auch nochmal, ob es mit Grand Pooh World 3 ist oder Grand Danzen 86 World 1. Ich warte immer noch drauf, dass das jemand macht. Ja, ne? Dann bin ich dabei. Ich nenne einfach so mein Mario Maker Level, aber der fängt jetzt mal an, der eingeschlossen ist von Kästen und schau mal, was du machst. Ja, sehr gut. Passiert sonst nichts. Er gibt zumindest nicht auf. So kann ich dir sagen. Ihr könnt da draußen gerne euch auch unter speedrandale@rocketbeans.tv melden mit Feedback, Bewerbung und so weiter und so fort. Steht hier unten nochmal dran. Und ja, vielleicht könnt ihr auch zeigen, wie ihr Bowser in seine Schranken weisen könnt. Ihr könnt direkt natürlich auch Sir schreiben, @simiclove unter Twitter oder twitch.tv/simiclove101. Bei dir aktuell am Start? Aktuell immer noch ein bisschen Rando, ein bisschen Messenger und jetzt bald auch ein neues Training, was ich noch nicht verrate. Ja. Dann wissen wir, irgendwann kommen demnächst sowieso nochmal Gäste vorbei und andere Geschichten können wir uns schön drauf freuen. Ja, wir machen ja auch nochmal ein bisschen was, Simon. Und ich glaube, das wird nochmal ein spannender Richtung Jahresabschluss werden. Kurz mal, weil ich es gerade unten noch gesehen habe, hier unten stand es eben, spult zurück. Auch mal ruhig supporten. Ihr könnt auf RocketBeans.tv könnt ihr uns gerne supporten. Es gibt einen Supporter-Club. Wir haben da bisher 8000 Leute. Es wäre gut, wenn das mehr werden, weil dann können wir halt so geilen Content machen und müssen nicht alles verkaufen, sozusagen. Nicht jede Socke muss dann gesponsert sein. Rasierst du mir wieder was in die Brust rein, oder? Ja, naja, also das war eine geile Nummer. Da freue ich mich schon drauf, wenn das endlich kommt. Too hard for Twitch. Das war too hard for Twitch. Warte mal. Ich habe hier mit Bart, du siehst keine Brustwarzen. Spiele mit Bart kann eigentlich nur auf YouTube ausgestrahlt werden. Eigentlich schon. Mit Sicherheitsprüfung. Sollte. Sollte eh. Okay. Das wollte ich noch sagen. Supportet uns. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Vielen lieben Dank, Denzen, auch. Super gerne. Danke, Sia, wieder mal, dass du da warst. Ey, echt schön. Macht mir riesen Freude mit euch. Gerne wieder. Sehr schön. Bye, bye. Macht's gut.